Alkohol macht dann zu Anfang genauso lustig wie eigentlich wie Gras, ne? Findest du auch? Ah, okay. Doch, das kommt. Na, hörst du mich ganz tief in deinem Ohr? Ja. Red mal da. Ja, aber so, wahrscheinlich höre ich mich ja so. Also du kannst auch einfach so sprechen, du kannst aber auch, wenn du mal, das ist ja der Proximity-Effekt, dass je näher du ans Mikro gehst, umso mehr wird der Bass betont. Merkst du, wie der Bass betont wird? Ja. Ja. Aber ich war neulich wieder im Synchronstudio und da hab ich zwingen gesehen. Die einen ja, so zu sprechen. Also normalerweise hat der Satz ja eine Kurve. Ne? Der fängt an mit einer gewissen Lautstärke, dann zum Ende hin, meine Sätze zum Ende hin werden in der Regel leiser. Ich sage einen Satz, ich sage zum Beispiel, hallo Nils, wie geht's dir? Am Ende des Dir war er fast... Mir geht's gut, Lars. Aber genau, die zwingen dich am Ende, dass die Kurve so ist. Hallo Nils, wie geht's dir? Ja, und am Ende sollst du nochmal so anschieben. Ausgestellt, ne? Dir. Wie geht's dir? Wie geht es dir, Lars? Und so roll das eher ruhig ein bisschen. So hören sich halt auch die synchronisierten Filme dann auch an. Ja. Kannst du es ein bisschen, kannst du es nochmal mit einem französischen Akzent? Nee, ich kann gar keine Akzente. Scheiße. Kein Problem, wirklich. Easy, easy, easy. Komischerweise passiert mir das immer. Lass ruhig ein bisschen was. Aber woran liegt es, dass man mit so einer Hast trinkt, oder? Ja, wenn die Flasche noch sehr voll ist. Passiert mir immer. Immer wenn ich den ersten Schluck nehme, schäumt es danach über. Ja, ist auch ganz cool bei Dates, wenn man so, ja, dann Prost. Ja. Ich habe mir das mal passiert, das war kein Date, aber das waren zwei Leute, die mir irgendwie wichtig waren und nicht beeindruckend, aber ich wollte mich jetzt zumindest benehmen. Und da ist mir das Bier so runtergefallen, dann habe ich so aufgefangen. Und dann, ja, dann habe ich der Frau komplett über den Kopf gekippt. Und dann hast du gesagt, das ist schon mal ein Vorgeschmack, nee, auf, was in 20 Minuten passiert. Das Schlimmste war, dass sie halt so getan hat, als wenn es überhaupt kein Problem wäre. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn sie gesagt hätte, Mann, scheiße, jetzt mein Abend versaut. Aber nein, ist alles gut. Oder wenn sie einfach gegangen wäre, ja? Oder so, oder... Aber dann, wenn sie das nicht stört, dann weißt du ja gleich, dass sie wahrscheinlich... Sie war auch mit ihrem Mann da. Ich muss mich mal jetzt hin, so, jetzt ist hier alles eingestellt und ich rutsche hier rum. So ein bisschen sowas hier, so irgendwie, ja. Wir müssen eigentlich, du kannst ja auch das Mikro so, dass es so bequem, weißt du, sowas hier, so, und dann so, warte mal, so. Das ist ja total abgewendet. Ja, warte, das kriege ich hin, das repariere ich. Hey, wie ist das? Ah, okay, verstehe. So. So würde ich es dann machen. Ja. Das ist so ein bisschen eine interessante Anordnung. Hörst du dich genug auf deinem Mikro oder kannst du das irgendwo nicht? Ja, also ich würde es lauter vertragen, aber ich bin auch schon tendenziell schwerhörig. Ich glaube auch, dass ich da nochmal nachbessern muss technisch. Da müsste man mich aus dem Kopfhörerverstärker besorgen. Ja. Und dann. Ja, weil eigentlich richtig, mag ich schon das, wenn man so beim. Wenn man sich richtig schön hört. Im Radio. Guten Morgen. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 17.34 Uhr und wir haben wieder die Flitzerblitzer. Auf der A9 wird wieder geblitzt. Es gab mal so ein Radiomoderator bei Deutschland Kultur oder so. Da wurde dann einer von uns nacheinander eingeladen von der Schaubühne, um uns irgendwie so ein bisschen zu promoten. Und der hat immer gesagt, und heute haben wir wieder zu Gast einen Star von der Schaubühne. Lars Eidinger. Aber er musste das immer so ablesen. Lars Eidinger. Das gab es ja auch bei, wie heißt nochmal der, Johnny Carson. Als Johnny Carson dann schon ziemlich alt war, war das wirklich so. Und mein nächster Gast, den begrüße ich recht herzlich, er ist ja ein sehr erfolgreicher Popmusiker. Begrüßen Sie mit mir Michael Jackson. Das, oder wie Michael Jackson in Budapest gesagt hat, nee, in Bukarest gesagt hat, Hello Budapest. Warum war es eigentlich? Das kann doch mal passieren. Bukarest, Budapest, ja, irgendwie, dass er das nicht alles für Russland hält, ist doch schon mal eine Leistung, oder? Warum? Ich meine, was wirklich schade ist, ist. Arbeiten wir? Ist das schon die Sendung? Ja, so ein bisschen. Oh ja. Cold Opener. Okay, ja. Aber ich kann auch mit einer richtig geilen Frage anfangen. Ich dachte, du begrüßt erst deine Zuschauer. Oder? Hallo Fans! Aber ich möchte auch die viel größere Gruppe der Hater nicht unbegrüßt lassen. Ich habe einen tollen Gast heute hier, Lars Eidinger. Soweit ich weiß, spielt er Schau und zwar an der Schaubühne. Ja. Wow. Und hast du wirklich so viele Hater? Ist ein Schauschi. Quatsch, keinen einzigen. Und bist ein Schauschi, ne? Mhm. Lars.
Klar, also, du bist ja nicht einfach nur irgendein Schauschi von GZSZ. Du bist der absolute Feuilleton-Liebling. Du hast mit Hollywood gedreht. Du, stimmt das denn? Also mit dem Feuilleton-Liebling? Ich weiß nicht. Total. Ist das so? Also ich, wenn ich mal kurz noch aus dem Augenwinkel kurz vorm Abwischen drauf gucke, bist meistens da irgendwie, ist da meistens eine Lobeshymne auf dich drauf. Aber Erfolg. Du spielst auch den Hamlet wie sonst niemand. Ja. Bist ein Feuilleton-Liebling, Hollywood angerufen und so weiter. Und deshalb fragen wir uns natürlich alle, wie fühlt sich das an, wenn man sich eine Bockwurst in den Arsch steckt? Das hast du jetzt nicht wirklich gefragt. Nee, weil du hast mich ja vorher noch gefragt, über welche Sachen ich reden will. Da hätte ich vielleicht sagen sollen, über welche Sachen ich nicht reden will. Also das habe ich. Also nee, aber weil man ja. Aber das war jetzt nicht. Das war jetzt aber schon eine schöne. Wir haben alle deine Platten gekauft. Wir sind solche Fans von dir. Meine Mutter liebt dich. Und meine Frage ist, wo hast du das Hemd her? Von Etro. So. Ich war gerade in Mailand und. Das habe ich gesehen auf deinen Instagram Stories. Das hier in Mailand war. Ja. Ja, ich war kurioserweise, ich habe für Etro eine Kampagne gemacht, also wurde fotografiert für das Label Etro und hatte dann so Tücher über dem Kopf und dann haben sie sich aber dagegen entschieden, diese Bilder zu verwenden, weil ich so nach Taliban aussehe. Weil du wieder mit einer Wurst irgendwas. Ja, ach, wir können auch über das mit der Wurst reden. Willst du über die Sache mit der Wurst nicht sprechen? Doch, dann, aber ich bin dann doch immer irritiert, dass die Leute sich dann doch irgendwie, dass es für die Leute so faszinierend ist, weil ich mache ja noch so viele andere Sachen auf der Bühne, die ich immer für viel, viel interessanter halte und über die ich viel lieber reden würde als über die Wurst. Aber es ist dann zum Beispiel bei Richard, da habe ich irgendwann mit meiner Tochter eine amerikanische Vorabendserie geguckt, da hat jemand so die Ghetto-Faust gemacht, mach mal. Und der andere hat so gemacht, Schnecke! Ja, und das mache ich bei Richard dem Dritten. Und da gibt's tatsächlich Zuschauer, die danach zu mir an den Tisch kommen in der Kantine und sagen, also Herr Eidinger, das mit der Schnecke, das war super. Ja, und dann denkt man, okay, ja, also, aber wenn das jetzt das ist, was am Ende hängen bleibt, und vielleicht sind's am Ende dann immer so vordergründige Sachen wie Wurst in den Arsch oder nackt aber na auf klar. Der Bühne. Ich meine, ja, aber von dir so hätte ich jetzt einfach mehr erwartet. Von mir, oder, ja. Naja, oder. Aber ich von mir ja nicht. Was willst du jetzt wissen mit der Wurst? Ich hab's aber schon tausendmal. Nein, du hast tausendmal. Nicht langweilt's einfach nur. Du hast wirklich alles dazu gesagt. Du hast sogar gesagt, welche Wurstarten genau. Man nehmen kann. Aber warum hast du es jetzt gefragt? Nicht. Trotzdem. Weil es einfach so ein schöner Einstieg ist, diese Lobeshymnen auf dich. Und dann, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, Gags funktionieren ja, man kann auch einfach näher rangehen, wenn man sich durchsetzen will. Gags funktionieren ja auch über Schock. So Überraschung. Ne? Also. Ja, aber es ist ja kein Schock, mich jetzt damit zu überraschen. Mich könntest du ja mit einer niveauvollen Frage überraschen. Okay. Du hast Romeo und Julia inszeniert. Ja. Und ich wollte da hingehen. Und es war auch super erfolgreich, soweit ich es mitbekommen habe. Ja. Und dann war es abgesetzt. Ja. Und keiner konnte mir sagen, warum. Ich kann es dir sagen. Okay. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ich hatte eine Band und der Thomas Ostermeier, unser künstlerischer Leiter, hat mir am ersten Tag gesagt, Lars, mit einer Band hast du nur Ärger, lass das mit der Band. Oh ja. Und ich habe die beiden getroffen und ich fand die super und ich dachte, auf die ist Verlass. Und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, die waren halt ein Paar, haben sich am ersten Probentag getrennt. Und ich habe einfach jeden Probentag 2 Stunden erstmal mit denen geredet und irgendwie versucht, als Mentor die Situation in den Griff zu kriegen. Und ist mir aber nicht gelungen. Und am Ende haben sie eigentlich gesagt, sie wollen nie wieder miteinander auf der Bühne stehen. Und dann hat er gesagt, so, du musst dich für einen von uns entscheiden. Und dann habe ich mich, weil ich wusste, dass er darauf spekuliert, dass ich mich für ihn entscheide, weil er eigentlich der Musiker war oder der die Songs geschrieben hat, habe ich mich für sie entschieden. Logo. Und ist ein heterosexueller Mann. Ja, und dann hat er aber seine Musik zurückgezogen. Und auf den Druck hin, dass er dann dafür gar kein Geld kriegt, ist er dann wiedergekommen. Und dann haben sie sich so ein bisschen arrangiert. Dann haben wir jetzt ein paar Vorstellungen gespielt, aber irgendwann ging es nicht mehr. Also es lag an den Musikern. Es lag tatsächlich an den Musikern, ja. Und du konntest das nicht ersetzen durch Samples? Doch, ich habe es auch versucht zu ersetzen, aber da habe ich dann doch gemerkt, wie gut die beiden auch waren. Also es war, wir haben dann jemand anders gehabt, der hat sich auch toll Mühe gegeben und so, und der war auch ein netter Typ und so, aber ich saß dann drin und dachte so, okay, das ist jetzt genau die Musik, die ich nicht haben wollte. Also so typische Theatermusik. Das waren halt echte Punks. Ja, also die waren halt echt so von der Straße und als ich die kennengelernt habe, musste ich zum Essen eingeladen und so wie die gegessen haben, habe ich gemerkt, die haben lange nichts mehr gehabt. So, und das Problem ist halt, du musst dann halt diesen ganzen anderen Wahnsinn auch mitkaufen. Ja, ja. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt Punks auf der Bühne haben und dann sind es von ihren Eltern finanzierte Leute, die im Prenzlauer Berg wohnen und machen abends auf Punk, sondern die leben. Ja, genau. Die leben halt den Punk so und den haben sie dann halt auch
ja, explizit ausgelebt. Ich möchte an dieser Stelle mich nochmal sehr bei meinen Eltern bedanken. Toll, dass ich das hier machen kann. Und dass ihr gesagt habt, lasst dir Zeit. Ja, ich würde jetzt sagen, nichts gegen gesagt, Leute, die von ihren Eltern unterstützt werden in Prenzlauer Berg wohnen, aber das stimmt ja nicht. Also, ich habe ja was dagegen. Ja, genau. Nee, meine Eltern sind aber auch schon streng. Die haben gesagt, bis 45 musst du es irgendwie hinkriegen, ansonsten studierst du. Und meine Eltern haben auch gesagt, also du kannst erst ausziehen, wenn du es dir leisten kannst. Ach, du, jetzt wohnst du immer noch zu Hause, oder was? Jetzt wieder, ja. Und ist ja auch noch die alte Tapete. Du bist aufgewachsen in Marienfelde, ne? Ja. Ja. Wow. Hey. Das ist Berlin. Berlin, ne? Also ja. Ist halt echt Bushido nicht. Bushido ist um die Ecke aufgewachsen, ne? Sagt er nicht, er ist im Märkischen Viertel aufgewachsen? Nee, das und ist kommt Sido aus Charlottenburg? Ach so, Bushido. Bushido. Bushido kommt denn nicht aus. Bushido ist der. Ja? Ist der mit den, glaube ich, mit den echten Gangstern abhängt, ne? Der kommt bestimmt aus Marienfeld, ja. Naja, aber es sieht schon so aus, es sieht wirklich aus wie in dem Video von Sido, mein Blog. Also in Marienfelde gibt es halt so Westberliner Platte. Oh. Oh, aber das, ich, die Westberliner Platte, ich finde, das hat ja auch eine, das hat auch eine gewisse Heimlichkeit, oder? Ich meine, die Freunde wohnen um die Ecke, beziehungsweise eine Rigipsplatte entfernt. Ja, also Silvester stehen die Jungs halt oben auf ihrer, auf dem Balkon und schießen runter. Das ist, so, das zeichnet eigentlich Marienfelde. Also eigentlich, wenn sie das nur an Silvester machen, ist es ein Edelsviertel. Ja, aber ich habe da lange Zeitung ausgetragen und dann. Das ist ein Scheißjob, oder? Hast du, ich musste ja, aber mal erst daneben Job. Ja. Hast du auch mal welche verschwinden lassen? Ja. Nein. Richtig. Bei mir, nein, ich habe einzig geschaut, ich musste dann zum Beispiel auch so Praline und so austragen. Oh, geil. Ja. Erstmal war ich froh, die überhaupt zu Hause zu haben. Die wurden einem direkt zugeschickt. Schlüsselloch. Ja. Und dann fehlten manchmal auch solche Zeitschriften und da musste man zum Kiosk gehen und musste die nachkaufen. Mit Quittung und da hat man das Geld ersetzt bekommen. Und ab dem Moment habe ich verstanden, wenn ich zum Kiosk gehe und mir ein Heft kaufe und sage, auf Quittung, geht er davon aus, nicht für mich. Und dann konntest du ab da alles kaufen. Mhm. Happy Weekend. Ich kaufe immer noch alles mit Quittung. Klar, weil du jetzt ja... auch, ich kann es jetzt auch absetzen. Ja. Bist du denn selbstständig oder bist du fest angestellt am Theater? Mit Lohnsteuer? Fest. Also? Ja? Ja, aber ich kann, wenn ich als Schauspieler frei arbeite beim Film, ich kann wirklich alles absetzen. Aber man kann doch auch als Schauspieler beim Film gar nicht mehr frei arbeiten, weil man ja weisungsgebunden ist, ne? Ja, aber zumindest gebe ich meine Essensrechnung immer ab und die werden auch alle akzeptiert. Die werden alle geschreddert. Ja, 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 natürlich. Nein, nein. Danke. Ja. Ach so, okay, aber das freut mich. Also gehst du viel essen in Charlottenburg, Kudamm hoch und runter und... und wir zahlen zum Grunde. In Berlin kann man ja wirklich gut essen. Das muss man ja mal sagen. Wo gehst du da gerne hin? Ich habe die Erfahrung gemacht mit einem Laden. Wir haben uns da mal getroffen, ohne dass wir uns kannten. Ich habe dich da gesehen. Lohnmanns Nein, sag's nicht. Ach so, ja, weil ist ja eh schon so überlaufen. Ja, aber ich find's schrecklich. Es gibt ja auch diese berühmte Wiese am Preußenpark. Die Nordkorea-Wiese. Und die fand ich immer genial, aber es geht eigentlich alles nicht mehr. Seit die Prostituierten weg sind, kann man da nur noch essen. Es ist in Berlin wirklich verflucht. Also das kenne ich auch in keiner anderen Stadt. Also ich genieße das tatsächlich, wenn ich in Städte wie Frankfurt oder Köln, dass sie eine Beständigkeit haben. Berlin hat einfach keine Beständigkeit. Man kann sagen, man findet es toll, dass sich alles immer wieder weiterentwickelt. Aber es ist alles so wahnsinnig schnelllebig. Also in dem Moment, wo du es entdeckst, ist es eigentlich schon tot. Ja, ja. Also als ich hierher gezogen bin, konnte man noch durch das Brandenburger Tor durchfahren. Ist vorbei. Wozu ist es jetzt noch da? Es war aber nur ganz kurz. Also wirklich ganz kurz. Ich bin im Grunde deswegen dahin gezogen. Verstehe. Dieses, dass ich versuche auch manchmal immer noch durchzufahren, aber es ging nicht. Mit Eskorte. Ja. Ich hoffe, du hast eine Eskorte. Nee, aber es gibt tatsächlich die Geschichte von einem Schauspielkollegen bei mir, Sebastian Schwarz, der im Auto saß und da war so ein Riesenstau, angeblich nur, weil es war nur ein Motorrad und ein Taxi, was irgendwie zusammengestoßen ist und die Autobahn war wirklich so dicht, dass dann gar nichts mehr ging. Also es bewegte sich einfach nichts mehr. Und er wusste sich nicht anders zu helfen im Stau, als und er hatte abends Vorstellung, Hamlet, mit mir zusammen, als die Polizei zu rufen. Und hat gesagt, ja, ich bin Schauspieler an der Schaubühne. Was?
Schau was? Schau was? Ich stehe im Stau und ich habe Vorstellung, ich muss da raus, so aus dem Stau. Ich bin Schauspieler in der Staubühne. Ich muss da raus. Ich bin ein Star und holt mich hier raus. Ja. Und dann hat die Polizei gesagt, ja, ist es ein staatliches Theater? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben sie ihn eskortiert. Dann ist die Polizei in diesen Stau rein, hat eine Schneise geschlagen und er ist mit seinem durch die Rettungsgasse raus und ins Theater und hat da seine Vorstellung gespielt. Mega. Also das geht wirklich, wenn man Staatsschauspieler ist, ja? Anscheinend. Boah, das ist ja auch ein Wort, Staatsschauspieler. Mhm. Also du gehörst quasi dem... Ich bin Staatsschauspieler. Ja. Ich bin nur leider an einem teilweise privaten Theater. Sonst wäre ich jetzt nämlich nach 18 Jahren unkündbar. Nach 15 Jahren war man früher an einem staatlichen Theater unkündbar. Das heißt, du kannst spielen, wie du willst, besoffen, Text vergessen. Alles. Sagen, ich mach das nicht. Ja. Wenn du ein neues Stück probst für jemanden, der sein Abonnement, sein Theaterabonnement in letzter Zeit nicht so wahnsinnig oft in Anspruch genommen hat. Haben wir gar keine Abonnenten, gibt's kaum. Ne? Was gibt es in Berlin überhaupt? Ist das nicht so ein Klassiker, dass man so die Paare, die so ein Abo haben und immer... Nee? Also ihr habt wirklich, an der Schaubühne gibt's keine Abos. Ihr habt Publikum, das sich auf eBay Tickets ergattert hat. Ja. Das ist geil. Ja? Lügst du? Nein, ist wirklich so. Du bist ja wirklich ein Theaterstar. Naja, ist ja so. Es ist zumindest so, dass wir, glaube ich, alle ein Stück weit überrascht sind, wie gut es läuft. Also weil wir es auch noch ganz anders kennen. Also wir haben am Anfang angefangen vor 18 Jahren, 99, und da haben wir die Sachen maximal, wenn sie gut liefen, 30 Mal gespielt, wenn nicht 15 Mal, und dann kam schon keiner mehr. Und plötzlich war ein Stück. Nora von Ibsen. Danke, dass du dich extra noch ins Mikro gedreht hast. Ja, weil ich gerade gedacht habe. Das war sehr professionell. Wir hatten so ein Stück Ibsen, Nora von Ibsen. Und das war eigentlich der Durchbruch. Das habe ich auch nie wieder so erlebt, dass wirklich in der Premiere, manchmal fragt man sich ja dann so beim Applaus, war das jetzt ein guter oder schlechter Applaus? Oder so nach drei Vorhängen gibt es dann ein paar Leute, die dann Bravo rufen. Und man wusste dann nicht so richtig, oder weiß nie so richtig, ist es jetzt erfolgreich oder nicht. Bei Nora war es wirklich so, das habe ich auch nie wieder erlebt, das Licht geht aus nach dem Stück und so tosender Beifall, dass klar war, okay, das ist irgendwie der Supererfolg. Und es war auch so, wir haben es 280 Mal gespielt und würden es wahrscheinlich bis heute noch spielen. Das war eigentlich so der Durchbruch. Und seitdem läuft es so gut, dass die Karten kaum im Vorverkauf landen. Also das ist vielleicht mit Abonnenten zu vergleichen. Es gibt die Schaubühnenkarte und die kauft man sich und dann darf man einen Tag, bevor die Karten in den Vorverkauf gehen, auf die Karten zugreifen. Und deswegen in dem Moment, wo der Vorverkauf offiziell losgeht, sind die meisten Karten schon weg, weil die Leute extra diese Schaubühnenkarte erwerben und teilweise Mitglieder des Freundeskreises werden, um rechtzeitig Karten kaufen. Also an der Abendkasse kurz noch was abgreifen läuft bei euch nicht, ja? Ja, das geht dann wieder. Oder mein Tipp, jetzt auch ein super Top-Secret-Tipp, so drei Tage vor Vorstellungsbeginn gehen halt alle Karten zurück, die vorbestellt sind und nicht abgeholt werden. Ich habe ja versucht, wir haben über den Words for Friends Messenger miteinander Kontakt gehabt. Nee, Instagram Messenger. Mhm. Ich habe ja auch so ein bisschen versucht, so hint, hey, vielleicht sollte ich vorher mal eine Vorstellung von dir kommen, was? Aber du bist da auch nicht eingegangen. Hast du geschrieben? Ja. Ja, glaube ich. Wollte ich schreiben. Ja, aber ich lese da auch wirklich nur so flüchtig drüber. Ich nutze es auch nicht zum Social Network oder so. Das ist mir viel zu mühselig. Also jetzt da... Nein, ist okay. Nee, aber weil ja manche Leute dann immer denken, man möchte jetzt Brieffreunde finden oder so und schreiben dann ellenlang oder... Nein. Es gibt ja wirklich Leute, da gab es dieses Video, was ich mit Yang Huan gemacht habe, dieses Love Hotel Diamant. Ja. Und da gab es so viele Leute, also wirklich viele Leute, die geschrieben haben, warum hast du da geweint in dem... Hat mir auch jemand... Und dann dachte ich aber, das ist ein Gag und fand ich sogar ganz lustig zu fragen, warum hast du geweint, als reine Rhetorik, aber die haben dann darauf auf eine Antwort bestanden. Weißt du, dann hast du warum jeden Tag... Warum hast du geweint? Hey, sag doch mal, ich kann nicht mehr schlafen, ich will wissen, warum du da geweint hast und so. Und das war natürlich CGI, du hast nicht geweint. Special Effects. Oder? Wie würde das aussehen? Wahrscheinlich perfekt, heutzutage mit irgendeiner App machen die das sehen, oder? Ach so, ja, es geht wahrscheinlich, Snapchat. So ein Snapchat. Kennst du dieses neue Snapchat, wo nur ein Auge hat? Ich habe es bei dir gesehen, ja. Aber das war wirklich so, dass ich habe die Jungs vielleicht drei Tage vorher kennengelernt. Die haben gesagt, machst du in unserem Video mit? Und dann bin ich da hingefahren. Ich kannte auch das Lied noch nicht mal. Und am Ende, weil ich dann irgendwie so unbefriedigt bin, bei mir ist es auch so, ich merke das immer mehr, dadurch, dass ich so viel spiele
vor Leuten, bin ich wahnsinnig davon abhängig, dass ich vielleicht ein Übermaß an Bestätigung erfahre. Über den Applaus und eine Reaktion auch mal willst. Ja, und also, wenn die Jungs aber einfach nur so filmen und dann am Ende sagen, ja, war gut, dann habe ich halt gesagt, ey, ich könnte vielleicht noch weinen, ja, ich bin der Schauspieler. So, echt, kannst du dich auf Kommando jederzeit auf der Theaterbühne jeden Abend wieder? Ja, jetzt. Könntest du jetzt weinen? Ja, ich könnte jetzt auch abspritzen, wenn du willst. Ich kann eigentlich alles auf Kommando. Aber es ist dann auch eine Frage von Motivation. Lass mich noch mal ganz kurz überlegen, was von beiden ich jetzt fordere. Sie haben sich fürs Weinen entschieden und deswegen habe ich da geweint. Und du hättest auch abgespritzt. Klar. Es wäre viel leichter für mich. Also eine echte Emotion finde ich schon schwerer. Ich finde auch, die Reihenfolge wäre aber auch abspritzen und dann weinen. Oder? Oder das einmal alles durchgespielt. Weinen, abspritzen. Meinst du, das kannst du? Naja, es ist zumindest so, als Schauspieler bei mir ist es so, wenn ich weine, geht mir schon einer ab. Also weil ich ja auch merke, wow, es klappt gerade. Es läuft gut. Ja, ja. Es läuft. Das quasi erregt mich dann. Ja, wenn ich merke, es läuft. Also du könntest zum Beispiel eine Frau manipulieren durch Tränen. So wie Frauen das sonst eigentlich bei Männern machen. Ja. Angeblich. Wenn man sexistischen Stereotypen glauben will. Was wir natürlich nicht tun. Krass, das sind ja unglaubliche Fähigkeiten. Also man kann dir im Grunde null trauen. Ja, aber es ist ja im Grunde auch einfach mein Beruf. Ne? Also so wie du über gewisse Fähigkeiten verfügst in deinem Beruf. Welche sollen das denn sein? Ich kann zum Beispiel gut viel wiegen. Ja, nee, aber ja. Ich übe das halt jeden Tag. Weißt du, das wäre ja irgendwie auch eine Schande, wenn ich es nicht könnte. Ich habe aber allerdings viele Kollegen, die irgendwann aufgeben. Ja, also denen das einfach nicht gelingt und die dann auch damit ihren Frieden schließen. Also aber Tränenstift ist da ein beliebtes Mittel, den hat man auf der Hinterbühne und dann macht man so ein bisschen, der reizt die Augen und dann kriegt genau. Das auf. Ja. Aber ich habe auch mal in der Sitcom einen heulenden Mann spielen müssen und dann habe ich auch diesen Tränenstift. Ja, letztendlich geht es ja auch um eine Illusion. Also der Effekt, das ist ja am Ende, im Grunde kannst du es gar nicht entscheiden. Ich habe schon Fake-Tränen am Ende im Film gesehen, die sind besser als jede echte Träne. Oder ich habe mal in dem Alle anderen von Maren Ade Rotz und Wasser geheult und dann habe ich am Ende gesagt, warum hast du es eigentlich nicht reingeschnitten? Und hat gesagt, ja, aber du siehst so hässlich aus, wenn du weinst. Das weiß ich keine You're ugly when you cry. Ja, und so you're an ugly crier. Das kann schon sein. Du bist so ein hässlicher Weiner. Aber, ich wollte nur sagen, mir was ich daran verwunderlich finde, ist, es geht mir letztendlich beim Spielen auch darum, was ich dabei erlebe. Weißt du? Nicht nur, was der Zuschauer davon hat. Also wenn ich nur auf die Illusion setze, dann ist es eine reine Dienstleistung. Weißt du, dann hat es ja wirklich nicht mehr. Ich will ja was erleben. Oh, ist ja warm unter dem Kopfhörer. Ich setze hier mal einen Moment ab. Und ist gerade in Stereo hier, so quer durch meinen Kopf gerülpst. Nee, das ist im Grunde ist es ein bisschen so, wie wenn du dein Leben lang deinem Partner einen Orgasmus vorspielst. Ja, irgendwann. Was ist daran falsch? Irgendwann willst du ihn auch mal haben. Ja, stimmt. Ja, ja, ohne den Partner halt. Das ist falsch. Ohne den Partner, ja. Es gibt doch diesen Spruch, dass man von hinten nehmen und dann auf den Rücken spucken. Aber das kenne ich nur vom Theater. Ich kenne nur von Sarah Kane. Ich habe oft vorgespielt, einen Orgasmus zu haben. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal vorgespielt, keinen zu haben. Und dann kannst du auch spielen, dass du einen spielst. Also einen Orgasmus habe ich noch nie vorgespielt. Also gut, im Film. Aber dass du im Film spielen musst, dass du deinen Orgasmus spielst. Ja. Also, dass man das unterscheiden kann, weißt du, dass man so ich liebe dich und dann wegrollen oder so, ich weiß nicht, ich bin ja auch kein guter Schauspieler. ich bin einfach ehrlich und ich bin einfach ich. aber sind wir nicht alle Schauspieler unser selbst? Ne? Ja, klar. Kommt man da wieder raus? Kannst du auch du sein? Oder ist das dann auch eine Rolle? Ne? Das ist doch die Frage, nee, ich bin ja wirklich an interessanterweise hat mich dieser Katja Epstein-Song, der, glaube ich, wurde mir mal gesagt, scheiße, wie heißt der nochmal? Der Autor Meininger? Nee. Ja. Heißt er so? Ich glaube. Der ist ja genial. Ja, ich sag dann immer, Katja Epstein hat es geschrieben, hat sie ja gar nicht, aber egal. Der Autor von diesen Katja Epstein-Songs, wie zum Beispiel Theater, der ist ja genial. Theater, der Vorhang geht auf. Aber daher kommt ja dieser Satz, es ist alles nur Theater und es ist doch auch Wirklichkeit. Und das ist ja ein bisschen mein Credo geworden, dass ich gemerkt habe, für mich fühlt sich teilweise, auch wenn es ein Widerspruch ist, aber die Widersprüche sind ja laut Brecht unsere Hoffnung, Laut Brecht ist das hier aber auch eine Skyline. Die Fiktion ist ja im Grunde
für mich mehr realer als die Realität. Also warum sollte man da immer unterscheiden zwischen dem, was in der Fiktion, was man in der Fiktion erlebt, und dem, was man in der Wirklichkeit erlebt? Aber in der Fiktion rezipierst du es ja nicht, und rezipierst du es ja eher, anstatt dass du es wirklich erlebst, oder? Ja, aber weil du gerade gefragt hast, dann sind wir alles nur Spieler. Ich meine, im Grunde, wenn man mal überlegt, wie oft man jemandem was vormacht, auch eine Form von Sympathie oder so, oder eine Form von Höflichkeit, ja, die sich gar nicht mit dem Inneren deckt, ja. Schau mich nicht so an, ich meine das alles ernst. Also, insofern, du hier bist. Ja, insofern stimmt es wirklich. Ja. Ich meine, aber andererseits, mit dir zusammen könnte man schon zur Bank und als schwules Paar einen Kredit verlangen, ne? Und dann könntest du heulen. Was ich alleine. Ja, aber bei mir ist Spielen auch immer mit so einer Überwindung verbunden oder mit einer Schamhaftigkeit, die ich überwinden muss. Das heißt, mir fällt es wahnsinnig schwer. Wenn du mich jetzt auffordern würdest, hier in dem Zusammenhang zu spielen, würde ich mich gar nicht trauen. Ich brauche schon diesen Schutzraum. Umfeld. Ja. Ich habe mal so eine Sitcom gedreht und da waren mir auch einige Sachen. Ich habe gedacht, das wäre ganz easy mit dem, was ich so an mir für die Figur ausgedacht hatte. Und dann sollte ich so Sachen machen wie, ich sollte mich zum Beispiel tatsächlich bei einer Frau entschuldigen. Und ich würde mich tatsächlich, also meistens auch immer, auch wenn ich es ernst meine, mit einem Spaß entschuldigen. Ja, also zumindest war es bis dahin so. Also, dass ich mich wirklich auf allen Vieren ranrobbe und so war da jetzt selten. Sondern ich würde mich dann mit einem Scherz aus der Affäre ziehen oder sowas. Und das habe ich eben da auch versucht und das hat der Regisseur aber mir nicht durchgelassen. Der wollte unbedingt, dass ich das ernsthaft mache. Und ich hatte dann so ein Glas mit Nudelsauce. Das war ihre Lieblingsnudelsauce. Die hatte ich jetzt für sie gekocht und in ein Glas abgefüllt. Musste mich dann so entschuldigen. Meine Eltern so, nicht mal so, hey Baby, sorry. Und guck mal hier, ich habe wieder jede Menge Nudelsauce für dich. Hihi und so, ja. Weißt du, aus dem Schwanz, was da rauskommt, ist ja auch Nudelsauce. Und das habe ich so betont, dass das so klingt, weißt du? Und er mal so, nein, mach's ernst. Mach's richtig ernst. Was war das für eine Sitcom? Ich war ein Scheidungsanwalt, der, wenn er pleite ist, immer andere überredet, also Leute in die Scheidung reinquatscht und so. Also so ein bisschen. Aber dann bist du ja tatsächlich Schauspieler. Ja, also ich finde ein richtiger, also ein Schauspieler kann, wie du sagst, kann ja alles spielen und kann heulen und so weiter. Und ich fand das jetzt eher, das war jetzt schon schablonenhafter, ne? Ja, aber das ist ja nicht so, dass ein Schauspieler generell heulen kann. Es gibt ja solche und solche Schauspieler. Stimmt, ja. Also, ja, das finde ich schon interessant, wie unterschiedlich Schauspieler ihren Beruf verstehen. Also ich verstehe ihn halt so, aber das hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass ich meine, dass ich dadurch ein besserer Schauspieler werde, sondern es geht mir da tatsächlich, es hat dann eher rein Selbstzweck, dass ich sage, ich habe davon mehr. Also das ist... Meine Methode hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich dabei besser fühle. Nicht, dass ich glaube, dass irgendwie besser ankommt oder so. Also auch wenn ich die Leute auf der Bühne, darauf werde ich ja auch oft reduziert, dass man sagt, das ist der Schauspieler, der, wenn man in der Vorstellung aufs Klo geht, wie Leute anschreibt. Ne? Du da! Wohin des Weges? Dann kauf dir halt kein Ticket, Arschloch! Könnte hier irgendjemand sitzen, der Bock auf die Scheiße hat? Ja. So, ja? Ja, aber so halt nicht. So, ja. Wie machst du es denn, wenn jetzt jemand aufsteht und rausgeht? Ich frage, wo er hin will. Naja, wo will er denn wohl hin? Weg. Ja, aber warum? Ich mach das unbedingt mal. Ich hoffe, du sprichst mich dann an. Nein. Aber na, wo will ich schon hin wollen? Weg! Ja, das sagen die Leute ja auch manchmal. Manchmal sagen sie, ich gehe, weil ich es nicht mag. Ja. So. Und manchmal sagen sie, ich gehe aufs Klo. Oder dann kann man ja damit umgehen. Aber ich muss kurz groß, aber dann folge ich ihrem Schauspiel gerne weiter. Wird bestimmt noch gut. Aber ich finde, nee, ja, dass man den Leuten damit einfach, so banal es klingt, das Bewusstsein verschafft. Dass du das mitkriegst. Dass ich sie auch sehe. Ja, ja. Was das klingt natürlich total hirnrissig, aber es ist vielen nicht bewusst. Ich finde es einen unglaublichen Beruf. Also, wie du gerade gesagt hast, du spielst dann teilweise 30 Mal oder so. Ich meine, immer das Gleiche, jeden Abend den Text können und vielleicht an irgendeiner Stelle weinen, schreien. Es gibt ja auch Stellen, wo du mit vollem Mund isst und danach den Tisch wegwirfst und so weiter, ne? Also auch physisch intensive Sachen. Ich habe da hinten Ding gesehen, da hast du den Mund voll und schreist die Schauspielerin an, die deine Frau spielt. Ja. Was willst du eigentlich von mir? Lass das! Und spuckst dabei sie mit dem Essen so an. Und ich müsste jeden Abend lachen, wenn der Typ vor mir mit dem Essen so spuckt. Ich finde es also eine unglaubliche Disziplinsache und das immer wieder wiederholen zu können. Und nicht beim 30. Mal irgendwann so, ja, pff, und jetzt sage ich das und das und das, aber das ist eigentlich immer scheiße, da gehen die Leute kacken, jetzt machen wir hier weiter oder so. Irgend sowas würde ich dann machen wahrscheinlich. Wie ist es? Aber die Königsdisziplin ist ja tatsächlich, ich glaube, viele sehen ihren Beruf auch so, wie du es beschreibst, wiederholen können. Aber ich würde ja sagen, der Beruf besteht schon darin oder der Spaß besteht darin, es halt nicht immer gleich zu machen. Es ist jeden Abend neu
zu erleben, das zu werden, ja? Naja. Diese Person zu werden, die du spielst. Nee, ich werde die Person nie, die ich da spiele. Aber für einen Zeitraum doch, nee. Oder? Nee? Nee, ich versuche immer das spielerische Moment zu betonen. Also ich finde es interessanter, wenn man sieht, der spielt jetzt den Hamlet. Das sind ja schon zwei Ebenen. Ja. Das ist ja schon interessanter, als sondern der ist Hamlet. Ja, du setzt ja schon die Krone falsch rum auf. Ja. Da merkt man noch, der spielt doch nur. Aber das gefällt mir halt. Also mit dem spielerischen Moment umzugehen. Auch zu sagen, dass ich komme natürlich von der Seitenbühne und da ist ein Schminktisch und dann trete ich auf. Und dann trete ich auf und dann spiele ich die Figur. Und ich kann auch aus dieser Figur wieder raustreten. Ich kann auch wieder ganz privat auf der Bühne stehen. Also du sprichst die vierte Wand, ist es, ne? Mhm. Also das so, den Zuschauer, du sprichst den Zuschauer an. Ja, aber das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, das gibt's ja tatsächlich als Theorie, ne, die vierte Wand. Aber die ist natürlich wirklich, also echter Quatsch. Also weil sie einfach gar nicht, wenn man konsequent die vierte Wand betont, dann Wäre die vierte Wand nicht eher da? Naja. Dass wir also nicht so tun, als wären hier gar keine Kameras, sondern wir. Die vierte Wand heißt ja einfach nur, ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich tue so, als wenn hier eine Wand wäre und nicht, also ich spreche sozusagen nicht Zuschauer zugewandt. Deswegen drehe ich mich jetzt weg und bin eigentlich gar nicht zu verstehen. Macht aber keiner. Sondern selbst in der Verabredung der vierten Wand sprechen ja alle zum Zuschauer zugewandt. Ist auch interessanter. Ja, aber würde mich auch mal interessieren. Es gibt auch so. Könntest du auch Kunstpornos drehen, in denen du die Leute nur von oben zeigst oder von hinten oder das Licht ausmachst oder so. Ja, aber also, insofern ist natürlich dieses Big Brother zum Beispiel, ist ja sozusagen ein bisschen gegen die vierte Wand. Ja, irgendwann wissen die gar nicht mehr, wo die Kamera ist. Ja, aber die sprechen auch selten rein. Ne? Also das ist, finde ich, überraschend, dass sie so selten mitspielen. Ja, ja. Aber es gibt so Projekte, wo wirklich mit vier Wänden geprobt wird und am Ende wird einer davon weggenommen und die Schauspieler wissen bis zur Premiere nicht, das gefällt mir. Ne? Oder da könnte ich meinen Sadismus unter dem Deckmantel Regie führen ausleben. Oder zum Beispiel, wir haben ganz oft auf der in der Schaubühne eine Drehbühne auf der Bühne und der Ostermeier, der Thomas Ostermeier, unser künstlerischer Leiter, der hat irgendwann gemerkt, dass die Arrangements von der Seitenbühne immer deutlich interessanter sind, weil die Schauspieler immer die Tendenz haben, sich so plan zur Rampe zu positionieren. Ja, und das ist einfach langweilig, spannungslos. So. Und deswegen hat er dann angefangen, die Bühne zu drehen. Und immer wenn die Schauspieler sich wieder positioniert haben, hat er die Bühne weitergedreht. Fies. Ja, aber es gibt natürlich eine Tendenz der Leute, immer dann doch Zuschauer zugewandt zu spielen. Und ich habe halt so, meine Methode ist halt, damit offensiv umzugehen. Und das war ja auch der Punkt, weswegen mir dann irgendwie so einen großen Wahnsinn oder eine Form von Arroganz unterstellt wurde, weil ich damit offensiv umgegangen bin, zu sagen, natürlich stehe ich auf der Bühne, um gesehen zu werden. So. Das finde ich total erfrischend übrigens, was du willst gesehen werden, du willst ein Star sein, irgendwie auch ein Popstar in gewissen Rahmen, das sagst du auch. Und ich finde das auch eine Selbstverständlichkeit. Ich twitter manchmal was und wenn ich einen Shitstorm dann habe, dann sagen Leute, ja, das twittert er nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ja, natürlich, sonst würde ich ja eine SMS an meine Oma schreiben, ne? Ja, oder jemand schreibt unter ein Bild, was ich mit Meryl Streep und mir poste, Angeber. Ja. Wo ich so denke, ja, genau. Also ich gebe hiermit an, dass ich mit Meryl Streep genau auf einem Foto bin. Kennst du eigentlich ihren Pornonamen? Meryl Streep. Naja. Okay. Ja, doch, sehr gut. Ja, du warst mit ihr, das hast du jetzt ganz unauffällig hier einfließen lassen. Du warst mit Meryl Streep zusammen in der Berlinale Jury. Ja. Erzähl mal. Du hattest schwarze Fingernägel, du hattest Prada-Anzüge, von denen ich gelesen habe, dass du sie umsonst kriegst. Wer hat das? Nein. Das ist irgendwo, oder ich vermischen sich jetzt ein paar Sachen. Habe ich die mit Clemens Schick verwechselt? Kriegt der Prada-Anzüge umsonst? Ich weiß nicht. Clemens Schick, der Mann mit den 1000 Gesichtern. Ja, es gibt schon verblüffend viele Leute, die immer wieder auf diesen Shop-Eröffnungen in ganz Deutschland rumhängen. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich dachte einfach, ja, die kriegen dann auch Prada-Anzüge, aber ich krieg keine. Du kriegst keine Prada-Anzüge? Nein. Ich würde dich, du würdest ersticken unter meinen Anzügen, würde ich dann welche machen. Ja, das Problem von diesen Ausstattern, ich habe mich darum natürlich auch schon bemüht. Weil ganz kurz, bevor wir uns hier festquatschen, du siehst durstig aus. Ja. Ein Wodka-Tonic? Okay, nee, Wodka pur. Du willst ein Glas, willst du einfach eine Tasse Wodka? Ich will einfach Wodka. Ja? Können wir einen Wodka bekommen und einen, für mich, eine Cola Light ohne Eis mit extra Zitrone und keine Kohlensäure? Kannst du das, mit der Gabel so rausrührst? Aber ich finde das schon. Nein, ich nehme Wodka Tonic. Weil man sieht doch immer diese
diese Instagram-Posts, wo dann Leute Hashtag, was weiß ich, Gucci, thank you, Gucci, thank you, ja? Ja, ja, ja. Und das sind natürlich so Sachen, die man geliehen bekommt. Aber unabhängig davon funktioniert es bei mir gar nicht. Also das ist immer Sample Size 48. Ich habe Konfektionsgröße 50, eigentlich 52. Die Sachen sind alle zu klein. Du bist 1,90, oder? Ja, also die Sachen, die ich da anhabe. Ich hatte mit 27 oder so hatte ich 50. Inzwischen habe ich, glaube ich, 56. Nee, 52 Hose immer noch. Aber Sakko muss ich inzwischen irgendwie, die Wampe da reinkriegen, muss schon 54 anziehen. Ja, aber keine Chance. Also. Aber 50 ist die Sample Size und die 48. Ich habe 52. Ja, aber die können dir doch einfach Anzüge schenken. Machen sie nicht. Nee, also gewisse Marken machen das nicht. Also Hugo Boss macht das, glaube ich. Aber Clemens Schick kriegt Anzüge von Prada und du nicht? Nee, der hat 48. Stimmt, der ist so ganz fragil, ne? Der ist so, also ja, stimmt. Aber mittlerweile... Der hat seine Fresssucht überwunden. Aber mittlerweile komme ich davon total ab. Also weil ich es auch wirklich... Ich habe einfach keine Lust mehr, dass ich Leuten auf Instagram folge, die mir morgens hohes C aus dem Kühlschrank holen und präsentieren. So. Sprichst du gerade von dieser Rothaarigen? Nein. Ja, von irgendwelchen Leuten. Ja. Ich find's irgendwie doof. Ich find's irgendwie, oder Leute, die dann ständig ihre Schuhe filmen und thank you, Nike. Es ist zu viel, vor allen Dingen, ist überhaupt keine Distanz mehr da. Früher war man ja so, hatte man noch ein schlechtes Gewissen, wenn man Nike überhaupt gekauft hat. Und heute lässt man sich von denen für ein paar Schuhe quasi ja kaufen. Nein, man gehört auch ein bisschen halt. Geld dazu, aber ja, je nachdem, wie viel Follower man hat, glaube ich. Ne? Hallo, hallo, hallo. Höre ich mich hier eigentlich noch? Halt echt, muss mal ganz kurz hier. Sprechen halt echt wenige Leute. Test. Ah ja, cool, halt echt wenige Leute über die, weil man es auch meistens nicht weiß, die da widerstehen konnten. Das finde ich schon beeindruckend. Das gefällt mir schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass dass McDonald's bestimmt auch Klaas gefragt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur Joko gefragt haben. Ich finde es schon cool, wenn man da Nein sagt. Wenn man sagt, okay, 250.000. Oder sie haben Klaas tatsächlich nicht 250.000 gefragt. 250.000 reichen mir nicht. Finde ich schon cool. Das muss er erstmal machen. Ich fand es damals krass, dass McDonald's eigentlich für ein Apfel und ein Ei die komplette deutsche Star-Szene kaufen konnte. Ne? Ich meine, normalerweise ja, aber dann denkt man ja, die Leute sind alle wie gebrannte Kinder daraus hervorgegangen und machen das nie wieder, aber die hören ja gar nicht auf. Die Deutschen machen ja weiter. Das ist aber ja, die deutschen Künstler verdienen auch einfach zu wenig. Ich meine, Schauspieler... Nee, das stimmt ja nicht. Die Hemmschwelle ist da einfach so dermaßen... Aber Schauspieler an irgendeinem Stadttheater verdienen doch wirklich wenig. Und Schauspieler, die auf Drehtage angewiesen sind... Aber die will auch keiner für McDonald's buchen. Schauspieler aus dem Stadttheater. Ja, aber auch Schauspieler, also ich die würde bei mal sagen, die Leute, irgendwas, die Leute, verdienen ja nicht die so Werbung viel. Machen, die brauchen das Geld nicht. Bei mir sind selbst die Damen, die Getränke bringen, Millionäre. Aber Dankeschön. Die Leute, die diese Werbung machen, die machen das nicht, um davon zu leben. Die machen das nur, um sich daran zu bereichern. Und weil sie total skrupellos sind und weil es ihnen einfach egal ist. Das ist aber auch eine langweilige Meinung jetzt. Nee. Ich finde, wenn... Nee, finde ich nicht. Wenn Joko das... Nee, finde ich überhaupt keine langweilige Meinung. Also ich finde es eher wichtig, dass man es mal sagt, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, dass man sich... Dass sie sich so völlig unreflektiert instrumentalisieren lassen. Dass man nicht... Ich finde genau nur, das sollte man machen. Dass man sich nicht unreflektiert instrumentalisieren lassen. Dass man nicht mal den Hauch des Anstands hat, zu sagen, ich google mal, für was Nestlé steht. Ich google mal, ich finde, für was Nike steht. Ich finde 250.000 Euro, das ist besser, wenn Joko die hat, als wenn McDonald's die hat. Als wenn Klaas die hat. Nein, ich gönn's beiden gleichermaßen, aber... Nee, ich gönn's überhaupt keinem und ich find's einfach völlig daneben. Ich gönn's auch überhaupt niemandem, finde, aber das ist was anderes. Die Leute müssten einfach viel mehr dafür auch bestraft werden. Es wird viel zu sehr toleriert und es herrscht viel zu sehr die Meinung, ja, so ist es halt und kann man auch nichts gegen machen. Wenn ich's nicht mache, macht's jemand anders. Stimmt doch alles gar nicht. Einfach was? Nicht machen, einfach... Nicht sein Scheiß. Nicht sein Gesicht für so einen internationalen Sklaventreiberkonzern hinhalten. Es gab so eine Geschichte, ich habe mal in einem Film gespielt, da ging es darum, da sollte der eine Schauspieler gefilmt werden von hinten, wie er eine andere Schauspielerin auf dem Arm trägt und man sollte seinen Arsch sehen. Und da hat der Schauspieler gesagt, das macht er nicht. Und dann hat der Produzent mit Engelszungen auf ihn eingeredet, bitte, 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 wir müssen sonst jemanden engagieren, es kostet dann Geld und so. Und letztendlich lief es dann darauf hinaus, da wurde ein Double engagiert, der auch einen hässlichen Arsch hat. Allein deswegen würde ich es schon nicht machen. Die Leute denken ja dann, es ist mein Arsch. Du musst ein geiler Arsch sein. Ja, ich würde immer meinen geilen Arsch persönlich direkt in die Kamera halten. Es sei denn, jemand hat einen besseren. Und was ich nur interessant Leute fand, denken, wir saßen so im Auto und der Schauspieler hat davon erzählt und dann haben wir ihn gefragt, warum machst du es nicht? Da hat er gesagt, für die paar Peanuts halte ich meinen Arsch nicht in die Kamera. Und dann hat die Eva Löbau, die neben mir saß, gesagt, aber dein Gesicht. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt.
Die Leute haben überhaupt keine Skrupel, ihr Gesicht mit irgendeinem Scheiß in Verbindung zu bringen und in die Kamera zu halten. Ist auch noch ein paar Wochen vergessen. Aber über die Bockwurst im Arsch wollen sie reden, weißt du? Ja, wenn dem Burger im Mund, das ist sozial akzeptiert. Aber ja, aber da überschreitet man dann eine Grenze. Aber wenn man für McDonald's sich hinsetzt... Naja, wenn du dir auf irgendwelchen Theaterbühnen eine Wurst in den Arsch schiebst, bleibt das bei Leuten schon hängen. Ja, aber das ist ja auch okay. Das ist was die Leute nicht verstehen, ist, dass da noch mehr ist. Nee, dass ich diese Aktion genau dagegen wehrt. Also das ist kein anderes Symbol als sich dagegen zu wehren. Also diese Wurst im Arsch ist eine Reminiszenz meinerseits an Rodrigo Garcia, der ein Stück gemacht hat, das hieß Ikea, wo ein Schauspieler, während er einen Monolog gehalten hat, sich Essen, was auf einem Stuhl lag, in den Arsch geschoben hat. Und dann dachte ich, das ist eigentlich das triftigste und beste Bild für Das klingt nach einem guten Date-Movie. Ja, es geht einfach gar nicht mehr darum, Nahrung aufzunehmen, sondern du kannst dir eigentlich auch direkt in den Arsch schieben, weil es geht gar nicht mehr darum, sich den Hunger zu stillen oder so, sondern es geht einfach nur um Völlerei. Ja, es geht einfach darum, die Körperöffnungen in Betrieb zu halten. Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum ich mich darüber beschwere. Aber es geht ja darum nicht. Es geht, wenn es wenigstens so wäre, dass die Leute damit ihre Jetzt muss ich mal ganz kurz was sagen. Ja, du willst gar nicht, dass es in so eine Richtung geht, ne? Absolut, gerne. Nein. Hör auf mich hier in so eine, Lars, das ist ein super interessantes Thema, aber lass uns noch mal über dein Instagram reden. Wie viele Follower hast du jetzt? Nein. Wir können gerne über mein Instagram. Was ist dein Lieblingsburger bei McDonald's? Ich war bestimmt seit 6 Jahren, da bin ich auch echt stolz drauf, nicht mal bei McDonald's. Vor 7 Jahren? Ja. Was war da dein Lieblingsburger bei McDonald's? Royal Deluxe. Ist der so? Echt? Jetzt hätte ich dich spannender eingeschätzt. Das ist der wirklich nach dem Burger aussieht. Oder wenn ich jetzt Hamburger gesagt habe. McRib mit extra Käse oder irgendwas. Aber der Burger, der normale Hamburger, ist ja einfach nur eine Bulette mit einer Gurkenscheibe drauf. Wie viel Gurkenscheiben sollen es denn sein, bevor es in Völlerei ausartet? Ja, aber da ist kein Salat drauf, da ist keine Zwiebel drauf. Einfach Fleisch. Einfach eine Bulette. Eine totgequälte Kuh, die durch einen Grinder gejagt wurde. Ich warte einfach auf die Kampagne, wo sie einfach mal die Burger so fotografieren, wie sie aussehen, wenn man sie kriegt. Ja, aber es gibt's ja auch schon, dass Leute das nebeneinander fotografieren. Ja. Das ist ja auch schon in Falling Down mit Michael Douglas, dass er 1:12 noch Frühstück bei McDonald's will. Und die sagen, sorry, 1 Minute danach. Und dann bestellt er sich irgendeinen Burger. Ja. Und der Burger sieht halt aus wie ein Stück Scheiße. Und oben ist dieses tolle Produktfoto. Und er vergleicht es so. Und tolle Idee. Was nicht heißt, dass deine Idee nicht toll ist. Es gibt sie nur schon in anderen Varianten. Aber nicht von dir. Also nein, keine Kritik, höchstens eine Anmerkung. Vielleicht mit einem kritischen Unterton. Okay. Aber mir geht's nur einfach darum. Also nein, ich wollte jetzt aber ganz kurz was sagen. Ich sehe mich nicht als Missionar, aber ich sehe mich schon, ich finde es schon wichtig, einfach mal zu thematisieren, dass es einfach Quatsch ist. Du bist einfach nicht so abgefuckt wie alle anderen, die sagen, ist doch scheißegal. Nee, ich habe einfach für mich begriffen, dass ich das System bin. Und wenn ich daran was ändern will, muss ich an mir was ändern. Und das hat mir nicht... Der Imperativ. Was? Ne, das ist doch der. Es ist einfach Quatsch, an die Wand zu sprühen. Wie heißt nochmal der Kantsche Imperativ? Das ist der. Also aus allem, was du machst. Du weißt es? Ja, so ähnlich. Also aus allem, aus jeder Handlung, die du machst, müsste ein Gesetz entstehen können. Also wenn du jetzt meine Freundin bummst, dann könnte man daraus ein Gesetz machen, dass jeder die Freundin seines Freundes bumsen darf. Willst du nicht, macht keinen Sinn, also weißt du sofort, macht keinen... Der kategorische Imperativ. Es macht schon Sinn, deine Freundin zu bumsen. Finde ich auch, aber dann darf ich halt deine auch bumsen. Und alle dürfen alle Freundinnen bumsen. Das würde ja auch Sinn machen. Ja, aber dann gibt's halt viel Ärger und Mord und Totschlag und das haben wir bis jetzt ja gar nicht. Aber das ist ja auch ein anderes Thema, ne? Also ich glaube schon... Oder sag mal, du willst Müll raus, du wechselst dein Altöl am See unten, ja? Weil du halt gerade keine Kohle hast, weil es halt gerade passt, weil es halt easy ist, weil du es halt schon immer so gemacht hast, weil du es von einem Daddy so gelernt hast, dürfte es jeder denn machen, wenn du es machst. Nein, wäre blöd, weil dann wäre der ganze See voller Altöl. Also kannst aber du so rausfinden, aber das ist ja nicht so kompliziert. Du hast Bock, mir auf die Fresse zu hauen. Darf denn jeder jedem immer auf die Fresse hauen, wenn er Bock dazu hat? Ja, ich verstehe schon. Oder? Ich verstehe die Richtung. Aber warte, ich habe noch 498 andere Beispiele. Mit dem Altöl, das finde ich jetzt nicht so triftig. Aber mit der Freundin, das finde ich schon einen interessanten Punkt. Also noch ein Drink? Ach so. Ja, okay. Ich hätte gerne noch ein Bier. Wir nehmen noch ein Bier und einen Shot. Du trinkst ja nämlich nur Bier und Wodka. Ich wollte noch eine Sache sagen, mal ganz kurz. Ich finde, dass hier in Deutschland die darstellenden Künstler, die Schauspieler,
nicht genügend verdienen. Finde ich nicht. Viele sind ewig lang arbeitslos, zahlen in die Arbeitslosenkasse ein, kriegen kein Geld daraus und müssen sehen, wo sie bleiben und sind nicht fest angestellt an einem, sind keine Staatsschauspieler. Denen geht's nicht so gut wie dir. Die sind weder so talentiert, noch so gut aussehend, noch so versorgt. Und ich kann schon verstehen, dass man dann sagt, wow, jetzt kommt ein bisschen Geld rein. Und 250.000 Euro nach den Steuern sind es doch immer. Sind aber nicht die Leute, die das machen. Teilweise schon. Nee, wer denn? Ach, ich hab das jetzt. Das sind doch alles Großverdiener, die das machen. Joko? Natürlich. Joko verkauft meine alten Autos. Und dann handelt er noch. Entschuldige, das stimmt nicht, was du da sagst. Aber damals war Joko jetzt noch nicht so. Damals war das noch so ein Musikfernsehtrottel. Musikfernsehtrottel. Wieso schützt du die denn? Verstehe ich nicht. Nein, weil ich finde, dass es besser ist, dass die 250.000 Euro haben, als dass McDonald's 250.000 Euro hat. Weißt du? McDonald's wird durch ganz andere Dinge gebrochen oder irgendwas. Ich finde es okay, dass... Indem man nicht reingeht. Indem man nicht reingeht, zum Beispiel. Aber wenn ich mich hinstelle als jemand... McDonald's ist doch der Idiot, der denkt, dass ich reingehe, nur weil Joko den Burger hochhält. Das stimmt doch. Ach ja. Natürlich. Wer kauft sich denn jetzt dieses Hemd, nur weil du das anhast? Ich. Aber die anderen sind nicht so dumm. Dankeschön. Hast du jetzt... Du hast jetzt meinen Drink mit... ja, aber lass uns doch etwas Erfreulicheres reden. Die Temperaturen in Berlin sind angenehm gestiegen. Was hast du denn schon Schönes gemacht bei dem herrlichen Kaiserwetter? Ich war gestern am Teufelssee. Oh. Und ich habe echt gemerkt... Nur ein Teufelsberg. Ja, das habe ich auch schon mal erzählt, aber ich habe tatsächlich ein Problem mit Leuten, die nackt schwimmen. Ich weiß nicht. Es gibt ja immer so ein paar Leute, da gibt es so ein, zwei... Die mit den größten Schwänzen, die dann immer so auf und ablaufen. Aus unerfindlichen Gründen. Nicht aus unerfindlichen Gründen. Die paraden ihren Big Cock. Ja, warum? Also, das finde ich. Du sitzt neben so einem. Ich kann ja, ask me anything. Ich habe tatsächlich, einen Riesenschwanz? Dankeschön. Ich hab einen richtigen. Krass. Ja, aber. Und das ist aber, der ist. Danke, ja. Der ist wirklich riesengroß. Aber es ist auch noch ein Blutpenis. Der wird dann richtig, richtig krass. Also, wenn du dich auf eine Darmuntersuchung ohne Narkose vorbereiten willst, dann pette mit mir. Und natürlich, ich fahre an See, ich sehe, wow, das Wetter wird super, ich fahre an See. Deswegen werde ich kein großer Theaterschauspieler, weil ich hole mir da meinen Applaus. Weißt, ich hab, die Motivation ist da schon weg danach. Hast du schon mal Applaus bekommen? Am Baggersee? Ja, wirklich. Für mein... Ja, Leute kommen zu mir und sagen, ich fühle mich sicher, wenn ein Feuerwehrmann so in der Nähe ist. Und solche Sachen. Klar, lies es mir. Die Hälfte der Sonnenmilch ist schon verbraucht, wenn ich das Ding eingerieben habe. aber ich, ja, nee, ich verstehe nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Komplex von mir. Ich habe deinen ja auch gesehen. Ja. Im Theater. Und du, der Schlagzeuger Willi hat neulich zu mir gesagt, Lars, so klein ist er gar nicht. Aber ich habe auch gesehen, Schlagzeuger, die alten Lügner. Ich habe auch dieser Typ, der Typ mit dem Riesenschwanz gestern am Teufelssee, als der aus dem Wasser kam, sah er auch anders aus. Und es ist schon auf der Bühne, ist schon ein bisschen die Situation von, ich komme gerade aus dem kalten Becken. Wickst du ihn ein bisschen an? Keine Chance, weil ich ziehe mich ja auf der Bühne an. Aus. Ich würde es machen, wenn es gehen würde. Also würde schon, nee, kann ich nicht. Also müsste ich dann vor Leuten machen. Aber du könntest ja so, es gibt auch so Öl, das ein bisschen warm wird, und wenn man das dran macht. Ich hatte mal was, und zwar, das ist lange, lange her, und zwar bin ich hatte so ein bisschen Probleme beim Gehen und hatte leichte Unterleibsschmerzen und so weiter. Und irgendwann ist Rosenmontag, ich stehe vorm Spiegel und ich habe einfach drei Eier. Und ich denke, jetzt wird's Zeit, zur Urologie zu gehen. Ne? Und fahre zur Urologie, ruf eine Affäre von mir an, die das studiert hat. Medizinstudentin war, wollte Urologin werden, ihr Vater war Urologe, blablabla. Und ruf sie an und sagt, du, was ist denn da los, was muss ich denn da machen? Was kommt da auf mich zu? Und sie sagt, die werden mit einer Spritze Zellen aus deinem Hoden entnehmen. Und ich so, alles klar. Wenn das passiert, ich gehe jetzt dahin, höre mir das an, aber wenn die das machen wollen, bringe ich mich einfach um. Das war mein ausgereifter Plan. Und dann bin ich da also rein und dann war da viel los, weil Rosenmontag war und so. Und dann war es tatsächlich eine Urologin. Und eine attraktive. Und ich musste der quer durchs halbe Krankenhaus hinterherlaufen, aus dem Empfang und so weiter, aus der Notaufnahme. Und dann habe ich schon die ganze Zeit gedacht, oh Gott. Ich will mir jetzt gar nicht mehr so einen Gedanken machen. Ne? Aber damals habe ich so gedacht, Gott, wenn ich jetzt einen hochkriege. Und dann hat sie tatsächlich so Öl, dann ziehen sie ja so Handschuhe an und dann machen die ja so Gel drauf und machen dann einen Ultraschall. Und das Gel wird warm. Oh. Und ja, oh. Und dann wurde er schon auch ein bisschen strammer so,
Aber er sah einfach nur im schlaffen Zustand größer aus, als er eigentlich ist. Wenn er dann so groß ist, dann dauert es ja auch wahrscheinlich eine Weile, bis der wirklich... Ich bin natürlich zweimal ohnmächtig geworden, weil natürlich, das ist ja ein rapide... Nein, ja. So groß ist er gar nicht. Ich würde sagen, der ist Medium Plus. Ja. Also unter 20 Zentimeter. Mhm. Was willst du sagen? Welchen? Meiner? Ja. 16, 15? Aber jetzt hart. Hart? Ja. Ja, der ist schon immer, man kann sich den hart, kann ich allen nur ans Herz legen, Peter Greenaway, Goldsys and the Pelican Company, ein Film, den ich mit Peter Greenaway... Leben im Zitat. Wieso? Was? Nein. Nein, da kann man sich meinen Schwanz angucken. Hart. Ach so. Oh, wow. Ist das nicht dann Pornografie? Das kann man auf YouTube angucken. Oh, wow. Ja, das würde ich gerne mal machen. Ja. Ich würde mir, denn deinen harten Schwanz würde ich mir gerne mal... Also jetzt im Film oder so angucken. Ja, das ist auch jetzt so direkt, mein echter Schwanz. Wäre ich da ein bisschen krass, ja. Ja. Naja, jedenfalls, viel ist dann auch nicht passiert. Also Also den erigiert finde ich okay. Aber was ich sagen wollte ist, aber da hat man ja auch so ein Wärmegel, wenn du so ein Wärmegel drauf machst, ja, dass er dann so ein bisschen nicht hart ist, aber so, wie nennt man das? Semi-hart. Ja, aber hart darf er ja gar nicht sein. Nee, aber semi-hart, dass er halt hängt, aber schon so... bisschen aufgeplustert ist, so ein bisschen, dass das ja wirklich wie ein Schwengel aussieht. Weil ich glaube, das ist doch gut für dein Selbstbewusstsein, wenn du auf die Bühne gehst und zeigst deinen Schwanz und sagst, gehst am Spiegel vorbei und sagst so, wow, 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 this gotta hurt, ja, oder? Also, probier's mal mit dem Gel, ja. Ja, so ein Wärmegel. Weißt du, was ich besorge? So ein Wärmegel, du sorgst mir Tickets. Und dann stehe ich da unten im Wärmegel. Das ist jetzt zum Beispiel gerade so ein Thema, was ich nicht so super interessant finde, aber vielleicht kannst du das nochmal wechseln? Ja, klar, logisch. Wärmegel, Penis, Wurst im Arsch, was hatten wir noch? Du stehst nicht drauf, wenn Leute nackt baden. Weißt du was? Ja. Ich finde, du sollst dich nackt im Theater zeigen, aber die verfickten FKKler sollen sich verpissen. Und dafür werde ich sorgen. Ja, ich kann ja auch an eine andere Badestelle gehen. Ich habe nur gemerkt, es ist zum Beispiel eine, wo du nicht bist gerade. Es bereitet mir Unbehagen. So, es ist einfach unangenehm, weil ich muss natürlich dann doch hingucken. Ne? Ist ja auch nicht so, dass jemand, der jetzt stundenlang mit seinem gepiersten Schwanz im knietiefen Wasser... Wieso piersen sich Leute hier einen Schwanz? Das sieht so schlimm aus. Ja, musst du die Frauen wahrscheinlich fragen. Ach, aber ich finde, bei einer Frau macht das ja Sinn, da wird ja die Klitorisvorhaut gepierst und damit weißt du auch, wo die Klitoris ist. Ne? Und da ja Männer dafür bekannt sind, dass sie nicht so genau wissen, wo die ist, ja, ist das für mich ein ganz guter so, oh, da, wo das Ding ist. Da muss es irgendwo sein. Aber bei einem Mann, ich meine, wenn du dir ein Piercing dran machen musst, damit alle merken, damit die Frau weiß, wo dein Schwanz ist, dann ist das ist ein trauriger Grund. Aber wir wollten über was anderes reden. Und zwar hast du für McDonald's eine tolle Werbung gemacht für 250.000 Euro. Aber wir verstehen uns schon, du würdest für Burger King Werbung machen. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe auch verstanden, du ziehst dich auf der Bühne aus, bist aber privat so etwas, was manche Leute im Swingerclub oder so vielleicht verklemmt nennen würden, oder? Und das eine löst das andere aus vielleicht ein bisschen? Das eine erwächst aus dem anderen? Naja, ich bin zumindest kein Exhibitionist. Also ich habe zumindest, glaube ich, ein ziemlich normales, natürliches Verhältnis zu meinem Körper und auch zur Nacktheit. Das heißt, ich ziehe mich nicht aus, weil es mich irgendwie anturnt oder weil ich denke, krass, ich ziehe mich aus, sondern weil ich denke, in dem Moment gehört es dazu. Ja, weil es zum Leben dazu gehört. Also weil es komisch wäre, das Thema Nacktheit auszuklammern, wenn man eine Figur in seiner Komplexität erzählt. Also willst du schön sein, wenn du weißt, dass du nackt sein wirst? Bist du da eitel? Also oder sagst du einfach, ja, gibt auch Leute, die hauen einfach ihre Wampe hin. Also mir ist zum Beispiel in den letzten Jahren so eine Wampe gewachsen. Ich bin jetzt aber auch nicht so cool, dass ich sage, ja, yeah, ich ziehe mich aus und pff, was eigentlich lustig wäre, ja? Ja, so lustig finde ich es auch nicht. Nee, ich ja, ich mal bin so, mal schon so eitel, wenn ich mich ausziehe, will ich schon auch attraktiv aussehen. Aber mir ist auch bewusst, dass man in dem Moment, also gut, man kann seine Schamhaare jetzt auch ein bisschen stutzen oder so, ja. Aber im Grunde kannst du davon ausgehen, die Schambehaarung, die du da präsentiert bekommst von dem Schauspieler, ist die private Schambehaarung. Also ich habe noch keinen Schauspieler kennengelernt, der gesagt hat, ich schneide meine Schamhaare wie Lady Anne, ja. Ja. Sondern wie hat die geschnitten? Das ist die große Frage, ja. Aber ja, klar, diese. Im Grunde guckst du da auf was höchst Privates, Intimes. So, und das ist schon auch unangenehm. Aber ich zeige das halt nicht, weil ich denke, wow, das müssen alle gesehen haben oder das ist so geil. Oder ich ärgere mich schon über so, oder wundere mich über so Artikel, weil das vorhin, ich glaube, es war vor der Aufnahme, aber da hast du irgendwie angesprochen, es gibt dann so ganze Foren, das heißt,
Was finden die Leute eigentlich an dem Schauspieler? Nein, nein, das war was anderes. Das war, es gibt bei der Süddeutschen Magazin immer die Frage, die Mädchenfrage. Jungs fragen Mädchen, Mädchen fragen Jungs. Und dann fragen die Jungs, ey Mädchen, warum findet ihr eigentlich alle den Lars Eidinger so toll? Okay, genau. So ein bisschen wie bei Tom Cruise. Ich habe auch gelesen, mir hat es jemand zugeschickt, ja. Und na klar. Da habe ich es gelesen. Da habe ich mich total, also... Ich wollte es gar nicht lesen, aber mir hat es jemand auf den Tisch gelegt. Ja, aber ich stoße schon, wenn ich meinen Namen google, relativ häufig auf so Artikel. In der Welt gab es jetzt auch neulich so eine kleine Rubrik, da stand irgendwie drin, was finden die eigentlich an diesem Schauspieler so toll? Ja, da geht man in die Schaubühne und dann sieht man am Ende der Vorstellung, stehen dann Mädchen in roten Kordröcken auf und mit verklärten Gesichtern applaudieren die stundenlang. Und ich meine, gut, er ist schon ein toller Schauspieler, aber nackt will man ihn jetzt nicht unbedingt sehen. Das ist der Artikel. Das ist so gemein. Nee, es ist nicht gemein. Ich habe dich nackt gesehen. Ich finde, du bist sehr, sehr vorzeitig. Also ich habe auch gedacht, ganz ehrlich, also da will ich mich auch öfter ausziehen. Auf Bühnen. Ja, aber ich finde es nicht gemein. Ich finde es einfach nur total dämlich. Ich frage mich, was soll dieser Artikel jetzt? Also wenn er jetzt in der BZ wäre und in der BZ, dann würde ich auch sagen, okay, verstehe. Aber in der Welt, die ja doch noch versucht, irgendwie einigermaßen irgendeinem Niveau gerecht zu werden. Ach, bei der Welt schreiben nur die Bildredakteure, aber die nicht mich, in der Lage sind, reißerische, deren Headlines nicht reißerisch genug waren. Ich denke dann einfach nur... Gut, die gehen vielleicht nicht... Oder hat Ulf Poschert das persönlich nicht, geschrieben? Die gehen vielleicht nicht darauf... Schreibt er für die Welt? Ist der Chefredakteur. Ulf Poschert? Ulf Poschert. Ja. That Ulf. Okay, ja. Ich finde es einfach nur traurig. Ich finde die Auseinandersetzung traurig. Ich finde es einfach doof, dass es am Ende das ist, was hängen bleibt. Und dass man es nicht akzeptiert. Man könnte ja genauso einen Artikel schreiben, wow, wir haben den Schauspieler gesehen. Ich bin ja jemand, der wahnsinnig viel arbeitet. Ja, ich bin nicht jemand, der sich nur aussieht. Und dafür... Nein, aber es aber ist, ja, ist doch schade. Warum schreibt man nicht darüber? Aber so funktioniert das ja. Warum schreibt man nicht darüber, dass sich jemand anstrengt und viel arbeitet? Warum steht nie in der Zeitung, Hund beißt Mann? In der Zeitung steht halt, Mann beißt Hund. Weil das interessant ist. Da, jeden Tag beißen Hunde Menschen, keiner interessiert das. Aber wenn ein Mann einen Hund beißt, that's a story. Aber es ist ja auch irgendwie, Schauspieler ja. ist sehr gut. Nee, aber das ist Schauspieler ja wieder, arbeitet sehr, sehr hart an seiner Rolle. Das ist das gleiche Prinzip, dass man sich einfach einem System unterordnet. Ich will mich diesem System nicht unterordnen. Ich will deswegen haben wir hier jede Möglichkeit, ja, darüber zu reden. Ja. Kein Sender, keine Werbepausen. Ich beschwere mich darüber. Ich finde diese Berichterstattung einfach unter allem, ich finde die einfach niveaulos. Und ich finde es einfach schade, dass man so selten Artikel liest, wo man denkt, wow, da hat sich jemand mal Gedanken gemacht. Wie selten begegne ich jemanden in einem Gespräch, in einem Interview, der mir eine Frage stellt, wo ich sage, die hat mich überrascht, die ist irgendwie neu. Das ist heute wahrscheinlich das erste Mal seit langer Zeit, oder? Jemand, wo nicht der Opener ist, wie ist es eigentlich, sich eine Wurst in den Arsch zu schicken? Das ist einfach super langweilig. Ach komm. Nein, ich meine es ernst. Dann, aber jetzt mal eine Sache. Nein, aber zum Beispiel... Von der Mechanik, das wird, ich rede jetzt mal über die Mechanik des Witzes. Es wird doch immer nur Google-Wissen abgefragt. Typisch Schauspieler, nur du kannst reden. Nein, aber die Leute, die recherchieren, die sich vorbereiten auf ein Gespräch mit mir, die gehen einfach die ersten 10 Google-Einträge durch. Das ist doch einfach langweilig. Und ich bin dann aufgerufen, die immer wieder zu bedienen. Ich bin dann und jetzt antworte ich auf deine Frage. Ja. Ich habe, ist gar keine Frage. Doch, da war eine Frage drin. Ich habe das Fragezeichen rausgehört, weil du bist hinten so hochgegangen. ich habe ja dann, die Frage, mein Eingangsmonolog hat dir ja gefallen, bis ich da deine ganzen Feuilleton-Sachen aufgezählt habe und so. Da hast du noch so ein bisschen kokett gefragt, ist das überhaupt so und so weiter und so fort. Und der Punkt ist ja einfach, ja, ich zähle deine ganzen großen Heeren, ja darf ich kurz aussprechen, deine ganzen großen Heeren Erfolge auf und dann komme ich zur Wurst in den Arsch. Man erwartet einfach, das ist die Erwartungshaltung. Feuilleton, toll, das gemacht. Und, Was ist das denn? Boah! Ach so, ah! Alter, was ist das denn? Das ist ja geil. Lass dich davon überhaupt nicht irritieren! Das ist nur die Kamera! Gar nicht hingucken! Boah, das ist geil. Ach, deswegen, das habe ich vorhin gefragt, was ist das? Boah, ist das schwer zu steuern? Gar nicht irritieren lassen, das ist die Kamera. Wir reden einfach weiter, als wäre nichts. Das ist das Bild von oben. Ist ja voll geil. Okay, weiter. Nein, aber... Aber so funktioniert ein Witz über Überraschung oder über einen besonderen Umweg oder über einen Schock. Ja? Und da ist ja eine Überraschung drin, weil man würde jetzt denken, ich stelle dir als nächstes eine Frage zu irgendeinem Preis, den du bekommen hast. Ignoriere das einfach. Das wäre ja auch keine Überraschung. Nein, das wäre keine Überraschung, aber in der Überraschung ist die Wurst im Arsch. Und sie ist auch ein Schock. Und das ist dann zusammen schon ein sauber gebauter Gag.
Aus professioneller Sicht habe ich erwartet, dass du jetzt sagst, ah, okay, sauber. Aber du hast es zu persönlich genommen. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Aber gut. Nee, ich habe es überhaupt nicht persönlich genommen. Fand ich schon. Ein bisschen. Nein. Doch, du hast jetzt ganz nein, oft so gefolgt, wie langweilig das ist. Ich war in der Sendung mit Olli Schulz und Jan Böhmermann, Fest und Flauschen. Sind die nicht beide da war die erste eher Frage, aufgedunsen? Da war die erste Frage genau diese. Deswegen dachte ich nur, oh nee. Und echt jetzt? Die, oh Mann. Und ich okay, dann ist es offiziell langweilig. Die gleiche Frage habe ich auch von Christian Ulm schon gestellt bekommen. Und die gleiche Frage habe ich auch schon von Joko und Klaas gestellt. Wir nehmen gleich nochmal das Intro neu auf. Ich will mit all denen nichts zu tun haben. Nee, aber das finde ich nur... Du hast gerade die größten Idioten der Fernsehbranche aufgezählt, die es jemals auf deutschem Boden gab. Und ich habe genau das gleiche gemacht. Das finde ich einfach ein Armutszeugnis, wenn man versucht mit... Nee, ja. Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn du mit einer Frage kommst, wo ich denke, wow, guck mal, der Nils, der hat jetzt nicht vorher die Google-Maschine bedient und die ersten 10 Hits bedient, sondern der macht sich seine eigenen Gedanken. Aber das machen halt die Leute nicht. Ich bin immer nur in Interviews damit konfrontiert, dass mich Leute zu dem Klischee, zu dem Image, was es über mich gibt, konfrontieren. Und ich muss dazu Stellung nehmen. In was für einem Zusammenhang hast du dir diese verdammte Wurst denn eigentlich in den Arsch geschoben? Es war ein Stück, das hieß Der Menschenfeind. Und wie gesagt, es ist eine Hommage an den Künstler Rodrigo Garcia. Ist das auch der die Linie prätituiert hat auf mehrere Menschen, die nebeneinander stehen? Nee. Da stehen so 5 Leute nebeneinander und der macht, gibt jedem $10 und dann tätowiert er eine Linie drüber. Nee. Und nur wenn sie nebeneinander stehen, was niemals wieder passieren wird, ist es die Linie. Nee. Okay. Nee, aber es ist einfach... Rodrigo Garcia. Es ist einfach eine Kritik an der Überflussgesellschaft. Ich glaube, das ist der gleiche. Ich glaube, du kennst dieses Werk noch nicht. Ich kenne sein komplettes Werk. Bis auf das mit der Tattoo-Linie. Es gibt auch, glaube ich, andere, die Rodrigo Garcia heißen. Es gibt auch einen sehr bekannten Filmregisseur, der Rodrigo Garcia heißt. Stimmt, und diesen anderen Rodrigo noch, der Kumpel von Tarantino ist. Genau. Rodrigo? Vergessen. Ich weiß, wie du meinst. Oh, dann denkt. Ja, nee, aber verstehe mich richtig, ne? Also, Nils, es ist jetzt... Weißt du, was ich eigentlich fragen wollte als erstes? Ja. Ich habe wirklich auch kurz überlegt, ob ich das mit der Wurst zum Beispiel, weglasse. Weißt du, was ich immer interessant finde? Da solltest du echt mal drüber nachdenken. Genauso wie, ich denke immer, ich schreibe gerade an meinem ersten Drehbuch, ja, weil ich möchte selber einen Film drehen. Und mich stört an diesem Systemfilm, dass dieser Moment, wo man sagt, jetzt drehen wir, eigentlich die Atmosphäre komplett zerstört. Man hat eine Atmosphäre, man macht eine Probe, die Schauspieler sind gut, dann sagen wir, okay, jetzt drehen wir und man merkt, alle sind aufgeregt und die Atmosphäre ist kaputt. Wie schafft man das, das zu überbrücken? Mumblecore macht das doch, ne? Dass sie das anders machen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, genau, ich wollte sagen, unser Gespräch bevor wir hier saßen, war besser. Ja. Ist doch schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich quäle mich hier durch. Nein, aber ehrlich. Nee, das ist ganz oft so. Und es ist irgendwie schade. Ja, aber Das war auch bei Olli Schulz und Jan Böhmermann so. Wir haben uns backstage getroffen und das Gespräch war 1000-mal interessanter, schwöre ich dir, als das, was wir live geführt haben. Das Problem ist auch, das habe ich schon gedacht, als wir uns unterhalten haben, vorher habe ich schon gedacht, dass wir viele Themen so anreißen, die wir vielleicht besprechen sollten, wenn das hier läuft. Ich finde aber, so schlecht läuft es auch nicht. Nee, dass wir so eine leichte Reibung haben. Trotzdem. Dass ich hier so ein Industriefreund bin. Wir haben null Reibung. Doch. Nee. Trotzdem ist es so, ich finde das mit der Wurst ekelhaft. Du denkst wahrscheinlich insgeheim doch, du machst es ja irgendjemandem recht, wenn vielleicht deinen Zuschauern, deinen Hatern oder was weiß ich, oder wie so viele Journalisten dann sagen, Entschuldigung, ich muss das fragen, die Redaktion hat mich beauftragt. Oder weißt du, was ich dich ursprünglich fragen wollte? Die Leser wollen das lesen. Ich wollte dich eigentlich ursprünglich fragen und das machen wir jetzt einfach. Frag mich doch das, was dich interessiert. Ja, mache ich jetzt auch. Du hast mit Kristen Stewart gedreht. Ja. Okay. Ja, ich kann ja alles über Kristen Stewart. Okay. Shoot. Alles interessiert mich gleichermaßen. Hat sie schöne Füße? Die habe ich nicht gesehen. War das eine creepy Frage? Nein, interessiert mich. Du willst, dass ich, ja, es interessiert mich. Aber wie können wir meine erste... War es so ein bisschen so, dass du der komische so B-Star aus Deutschland warst und sie war der große Star? Ich bin jetzt Kristen Stewart und du sprichst mich an, bist ich. Ja. Und fragst mich, bist du zum ersten Mal in Berlin? Ja? Backstage. Hi. Okay. Ich bin du, ja? Ich bin Kristen Stewart. Ja. Das ist kein Glas, sondern das ist mein iPhone, ja? Ja, und das ist meine Urinprobe, die ich irgendwo abgeben muss. Okay. Hey, Kristen, is this your first time in Berlin? Hi. I'm Lars. Warte. Das war's nicht.
Ja, bis dahin. But not Lars from Metallica, I'm Lars from Berlin. Nein, es war schon so, ich saß neben ihr und sie... Sprichst du gut Englisch? Ich muss ganz kurz die Rolle anlegen. Nee, ich spreche so wie die Deutschen, Englisch. Also hi Christen. Gar nicht eigentlich. Ja, hi Christen. Hi Christen. Nein, ich bin halt wie alle Idioten in meinem Alter mit synchronisierten Filmen aufgewachsen. Ich kann gar kein Englisch. I think you're really beautiful. So, und sie sitzt da mit ihrem iPhone, ich so, hey Christen, it's your first time in Berlin. Hey Christen, is this an app? Und sie... I have an app on my iPhone too. I use it a lot. Nein. It's for Subway. Das ist zu lange her, da hatte ich auch noch keine Apps auf meinem Handy. So. Auf jeden Fall, egal. Okay. Egal. Also ist die scharfe Alte aus, seien wir ganz ehrlich, hier. Twilight. Ja. Und also aus diesem superspießigen Film. Und dann hättest du ja sowas machen können wie, hey, Sexualität wurde ja in deinem Hauptwerk sehr, 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 sehr spießig dargestellt. Ich nehme an, privat bist du nicht so wenig abenteuerlustig. Hast du sowas gesagt? Hast du sie angebaggert? Nee, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich ja gar nicht. Nein. Ich mag ja Twilight total. Ich auch. Ich finde sozusagen die Verabredung, dass man sagt, wir spielen jetzt eine Liebesszene und du weißt, wenn ich jetzt mit dir ins Bett gehe oder wenn ich dich nur küsse oder wie auch immer man es... Wenn man sich ein bisschen aufspart. Will, ja. Nein, man nennt das ja auch Edging. Ja, aber man weiß, dass die Begegnung sozusagen tödlich ist. Und das finde ich einen interessanten Punkt. Also das ist ja die Setzung bei Twilight oder bei allen Vampirfilmen. Ja, aber auf der anderen Seite lebt sie ja. Wenn ich dich beiße, lebt sie dann für immer. Ja, aber das ist das Leben eines Untoten, das ist ja nicht erstrebenswert. Ich möchte mich übrigens nochmal für die Drohne bedanken. Wir haben auch über Big Brother gesprochen. Der amtierende Big Brother Gewinner des Jahres hat die Drohne geflogen. Ben Tewak. Wir blenden hier irgendwo ein, wo man Drohnen bei ihm buchen kann. Ben Tewak hat Big Brother gewonnen? Hat Big Brother gewonnen und hat gerade die Drohne geflogen. Das habe ich gesehen, aber ich wusste nicht, dass er Big Brother gewonnen hat. Der Sohn der größten deutschen Schauspielerin, und seien wir ehrlich, wahrscheinlich auch der Grund auf Uschi, oder? Uschi. Uschi. Klaas. Ah ja. Ja. Können wir das im Schnitt so abspeeden, dass man nicht die vollen 10 Minuten sieht, die ich brauche? Nein. Zahnräder knirschen. Uffi. Nein, aber ich habe... Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mich zu wiederholen, aber bei Kristen Stewart... Ich fand es extrem beeindruckend, weil ich hatte einen ganzen Drehtag mit ihr, ja, und es war schon so. Du hattest nur einen Drehtag mit ihr? Ich dachte, ihr habt so wochenlang euch einen Trailer geteilt. Nein, es war wirklich. Es war wirklich eigentlich. Also war ein Drehtag. Also war sie so zu dir. Du bist jetzt du und sie war wahrscheinlich so. Ah, hi, yeah! Yeah, yeah, I'm so excited. Oh, you know what? It's so awesome. Yeah, yeah. Hey, yeah, looking forward to meet you. Schnicke! Nein, so ist eigentlich so. Is that Etro? So ist das. Is that H&M? So really nice fabric. So looks good on you. It works with your eyes. So ist wahrscheinlich eher diese Chloe, Grace Chloe Moritz, mit der ich auch geredet habe. Die ist so ein bisschen so. Ja? Ja. Aber wie war Kristen Stewart? Weil du bist der Schauspieler, mach du doch Kristen Stewart nach. Nee, ich kann ja keine Leute nachmachen. Du bist doch ein Schauspieler. Nein, ich bin halt immer ich selbst. Ich habe ich doch schon gesagt, dass ich kein anderer werde. Darf ich mal von der Zigarette ziehen? Eigentlich mögen wir das nicht gerne, dass hier im Team geraucht wird, ne? Aber gut. Entschuldigung, das solltest du eigentlich nicht sehen. Ich kann eigentlich über Kristen Stewart gar nicht so viel sagen mit gerade. Wie war denn eure Chemie? Wie riecht sie? Hast du ihre Handynummer? Na, das löst sich hier komplett auf. Merkst du das eigentlich? Das ist gar keiner... Wenn nicht mal die vier Leute, die hier im Raum sind, interessiert sind an dem, über was wir reden, wie sollen dann deine Millionen von Haters dranbleiben? Oh, das ist ja wie bei Brecht, das der Verfremdungseffekt. Erst wenn es it will look great on TV. Dankeschön. Finn. Wollen wir mal dieses Spiel spielen? Bist du schon durch? Kannst du nicht mehr? Ach so, du hast gesagt, du machst es zwischendurch. Wir können die Kopfhörer auch absetzen. Ja, wollen wir das Spiel spielen und dann weiterreden? Aber ich finde eigentlich, dass wir müssen ab und zu vielleicht mal ein bisschen mehr so ein Thema, dass wir da bleiben. Ja. Ne, so ein bisschen. Aber sonst... Ja, schlag doch mal ein Thema vor. Ja, mache ich auch gleich. Aber Kristen Stewart ist doch was. Mache ich auch gleich. Nein, es war wirklich... Ich fand es schon... Ich habe da ganz viel gelernt mit Kristen Stewart. Aber du rauchst nicht, ne? Nee. Willst du jetzt on camera anfangen? Ich war schwerer Raucher. Ich bin eigentlich trockener Raucher, deswegen. Komm, never ever. Nein, ich bin so froh, dass ich davon weg bin. Hast du den Eindruck, ich bin jemand, der ein guter Freund sein kann? Du? Ja, ich.
Ja, ich habe mal so eine Sendung gemacht mit, wie gesagt, hier mit, wie heißt er? Übrigens, hier die Kamera macht Jesus persönlich. Benjamin von Stuttgart-Barre und dann hat er danach mit Benjamin... Der war ein bisschen fies zu dir, fand ich. Echt? Nee, fand ich nicht. Ja. Fandst du? Ja, aber es hat die Sendung interessanter gemacht. Fand ich nicht. Also ich mag ihn sehr. Und der hat danach mit Christian Ulm, hat er gesagt, ja, den finde ich interessant. Sagt der Benjamin von Stuttgart-Barre zu... ja, im Auto dann, im Cabrio. Ja, sagt er so danach, den finde ich interessant, der sagt immer die Wahrheit, um sich zu schützen. Und das fand ich irgendwie einen guten Satz. Weil es natürlich Quatsch ist zu sagen, einer, der die Wahrheit sagt, macht sich angreifbar. Weil davor sagt er ja, du erzählst immer nur Quatsch, um dich zu schützen. Und der Eidinger, der erzählt immer die Wahrheit, um sich zu schützen. Oder tut so, als würde er die Wahrheit erzählen. Zweite Ebene. Na, aber so ist es bei mir nicht. Weil das kann ich gar nicht. Also ich bin viel zu schlecht darin, dir was vorzumachen. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Wassermann. Ah, dann ist alles klar. Nee, aber ich habe einfach gemerkt, ich fahre damit besser. Also ich bin offensiver, wenn ich versuche, aufrichtig zu sein. Die Leute denken ja trotzdem immer noch, ich würde lügen. Du bist ja ein Schauspieler. Ich habe gehört von Schauspielerinnen, das ist auch so, selbst bei meiner Facebook-Seite, die ich gar nicht mehr so richtig aktiv verfolge, aber weil ich da immer in dritter Person über mich spreche, denken die Leute, das bin gar nicht ich. Also wenn man schreibt, Lars Eidingers neuer Film. Du spielst den Leuten vor, dass du ein Team hast, die das betreuen. Nee, ich mag einfach nicht diese Art, wie so in diesen sozialen Medien. Hey Leute, ich hab... Ja. So, also dieses hey Kumpel, Leute, das Ankumpeln, heute Abend, ja? Ich bin total aufgeregt und so. Nee. Dass man so ein bisschen an deinem Leben teilhat und so. Ich will es eher als Tool benutzen. Ich will Werbung machen und deswegen finde ich so Sachen wie Angeber auch Quatsch. Weil natürlich, ich benutze dieses Medium, um anzugeben, um Sachen anzugeben. Wirst du auf Facebook viel angeflirtet von weiblichem Publikum? Ja, aber deswegen habe ich auch gar keine Offiziell. Also ich habe gar keine Facebook-Seite mehr, wo man mir Nachrichten schreiben kann. Hat deine Freundin dein Facebook-Passwort? Ich habe gar kein Passwort. Das ist ohne Passwort. Das ist eine öffentliche Seite. Jeder kann da rein. Ja. Kein Passwort. Nee. Oh. Jetzt spielen wir mal das Spiel, oder? Hast du Bock auf Roomba? Ich bin ziemlich gut in solchen Spielen übrigens. Ich sag's dir jetzt schon. Oh fuck. Roomba, Wodka, Roomba, Wodka, Roomba, Wodka. Wer trinkt die meisten Shots? Aber die Fächer bewegen sich ja auch noch. Die bleiben ja gar nicht still. Ja, ist nicht alles so einfach wie Schauspielen. Die meisten Shots. Roomba, Wodka. Ich weiß auch nicht, warum ich lachen muss. Alkohol macht dann zu Anfang genauso lustig wie eigentlich wie Gras, ne? Findest du auch? I take that as a yes. Ich, der ansonsten ein strenger Nichtraucher bin. Mit Alkohol? Auf einmal habe ich so ein Ding in der Hand. Machst du dir über Arterienverkalkung Gedanken? Nee. Aber du kommst doch jetzt in das Alter. Weil ich mache mir darüber viele Gedanken. Ja? Ja. Dass die Arterien verkalken und dann wie Zwieback brechen und du hast überall Einblutungen und stirbst. Und null? Ja. Bypässe, sowas? Lebst du sehr gesund? Bist du so ein Smoothie-Trinker? Bist du ein Smoothie-Typ? Nee, ich lebe auch nicht gesund, glaube ich. Was machst du Ungesundes? Zu viel Kaffee. Ah, ja. Viel zu viel, also wirklich so. Wofür ist Kaffee das Codewort? Ist Kaffee das Codewort für Red Bull? Speed, nee, ich trinke wirklich viel Kaffee. Ja? Ja. Also, worüber wir noch nicht gesprochen haben und weshalb ich auf dich, weshalb ich dich angesprochen habe, ist, ich habe dich auf Instagram angesprochen und da gibt es diese Stories. Ja. Und du machst unglaubliche Stories, die, Da habe ich auf einmal dieses Gefühl von, das ist ein großer Schauspieler, aber egal welches Medium man ihm gibt, das ist ein großer Künstler, weil deine Instagram Stories sind Wahnsinn, die sind super. Also alle, es ist jetzt jede Instagram Story an jedem Tag ist, als würde man durch die Ausstellung eines großen Künstlers gehen, finde ich. Ja.
Und davon ist nicht mal die Hälfte gelogen. Teil davon meine ich sogar so. Nee. Ja, ich muss schon zugeben, dass ich so ein bisschen infiziert bin, was dieses Instagram angeht. Also einfach, weil ich habe neulich auf Kulturradio ein Feature gehört, was das eigentlich bestätigt, dass man sagt, Instagram ist eigentlich die neue Avantgarde. Also es braucht keine Galerie mehr, es braucht kein Geld mehr, sondern kann sich ganz direkt ausdrücken. Ja, ist auch die Wahrheit, aber ja, selbst wenn du ein Niemand wärst, ja, neu anfangen würdest, ja, from scratch, die ganze Würste in den Arsch geschiebt Geschichte, dass McDonald's dich nicht gefragt hat für Werbejobs und so weiter, der ganze Groll ist weg, Staatsschauspieler, ja, du, im Grunde kriegst du ja jeden Morgen von Merkel einen Fax, die dir sagt, was du spielen sollst, ne, alles weg, over, ja, du bist ein neuer Künstler. Und du würdest mir auffallen bei Instagram, weil du ja wahrscheinlich nicht hot bist. Das ist ja das Traurige. Sexy. Wahrscheinlich würde ich dir nicht auffallen. Aber nein. Ich sehe mich ja tatsächlich eher als Künstler als Schauspieler. Es mag dich überraschen, aber ich gehe gar nicht so oft ins Theater, wie man denkt. Nee, aber du kennst mich ja trotzdem. Also ja, viele zu Hause sind jetzt what? Nee. Ja, aber Ich sehe es eher als Ausdruckmittel. You could be mine, but you're way out of time. Axel hatte doch immer diese großen Gummis. Ich sehe es wirklich eher. Sag meine Freundin. Ich suche halt eher ein Medium, in dem ich mich ausdrücken kann. Deswegen sehe ich mich auch eher als Künstler. Du bist doch kein Picker, du musst dich doch nicht ausdrücken. Ist jetzt aber das Publikum zurück? I can show you tracks. Könnte ich doch ein Bier haben? Könnte ich. Und wenn dann noch eins übrig ist, würde ich. Nee, aber es ist wirklich so, dass ich dieses Instagram eigentlich für mich entdeckt habe, um meinen Blick auf die Welt zu zeigen. Und genau darum geht's ja. Ja, und dein Blick auf die Welt ist Wahnsinn. Du bist der Martin Paar. Entschuldigung. Danke, das ist nochmal. Du bist der Martin Paar. Für mich bist du der Martin Paar, der Instagram-Storyteller. Und du bist der beste Instagram-Storyteller in this room. Ja, thank you. Nee, aber mir macht es total Spaß. Also ich kann mich da echt drin verlieren. Also manchmal übertreibe ich es vielleicht auch ein bisschen, aber... Oh my God. Is this the podcast where a sexy girl brings the hot drinks? Nee, ich war wirklich irritiert, dass mir dann Leute... Cheers. Dass mir Leute geschrieben haben. Wieso passiert dir das immer? Dass mir Leute geschrieben haben, dass sie... Schon wieder jetzt. Dass sie gerne mal die Welt aus meinen Augen sehen würden, was ich wirklich kurios finde, weil ich immer dachte, ich bin immer davon ausgegangen, alle sehen die Welt so, wie ich sie sehe. Ja. Aber es scheint ja gar nicht so zu sein. Nee, du hast hast das, was man in der Fotografiewelt wahrscheinlich ein Auge nennt, ne? Einen geschärften Blick auf, ich sehe Sachen bei dir und denke immer so, wo hat er das her? mir sagen das Leute bei meinen Fotos, aber ich habe nicht diese Größe. Deswegen bin ich ein Fan von deinen Instagram-Stories. Du hast das Medium begriffen, du erzählst aufeinanderfolgende Geschichten, die aber nicht einfach nur der Alltag hinter der Bühne sind oder irgend sowas. Ich überlege mir, was man mit deinen Möglichkeiten machen könnte, wenn du so oft Auftritte hast, auch vor Publikum und so, was du machen könntest mit den Instagram-Stories und so. Aber du zeigst eher so abseitige Sachen, du zeigst eher Paare, die irgendwo knutschen oder komische Aufkleber am Ende eines Postens oder den Fidget Spinner, von dem wir alle keine Ahnung haben, was das ist, aber ich kann natürlich helfen. Das ist so ein neues Trending aus den USA und du hast einen dabei und du hast uns einen mitgebracht. Wie funktioniert dieses Fidget Spinner-Ding? Ist es aus den USA? Quatsch. Ich glaube, oder? Es heißt Fidget Spinner. Was? Na, sonst würde es doch Kleiner Dreher heißen. Oh, wow. In Pink ist ja nur, weil ich bei Spielvogel war. Spielvogel!
Uhlenecke Hohenzollern Damm. Ich dachte mir, da kauft der Benzimax seine Hubschrauber. Alle drei Minuten kam ein Kind rein und hat gefragt, haben Sie einen Fidget Spinner? Und da haben sie gesagt, ja, aber nur in rosa. Alle so, Meistens sind enttäuscht rausgegangen, aber ich habe ihn gekauft. Ich kann das auch erst, ich kann tatsächlich von mir behaupten, dass ich darauf aufmerksam wurde. Upsa. Bevor der Fidget Spinner. Der Fidget Spinner, wie wir in Ostdeutschland sagen. Also der Fidget Spinner. Ich wurde darauf aufmerksam vor dem Hype, insofern, weil ich auf dem Flohmarkt war von meiner Tochter und der lag auf einer Decke von einem anderen Kind in Gold und ich habe gefragt, was ist das denn? Und war total fasziniert davon und er hat gesagt, ey, das ist jetzt der neueste Trend Hallig und der neueste Shit. Das kann man nur, das ist auf Amazon überhaupt in Deutschland weit ausverkauft. Und dann bin ich zum Spiegel vorgegangen, hab mir den besorgt. Danke. Man kann damit eigentlich nichts machen, außer drehen. I'm addicted. Also was man noch machen kann, warte, das zeige ich dir kurz. Ja, ich nehme mich gleich wieder. Ja klar, nimm ihn. Was kann der? Nein, das kannst du? Hör auf. Hast du das close? Auf der Nase? Du kannst quasi dir selbst aus der Nase rumtanzen. Man. Mit diesen inspirierenden Bildern möchten wir uns verabschieden von Lars Eidinger. Aber dann denke ich wiederum, warum verabschieden? Wir können auch einfach weitermachen. Oh wow. Das ist awesome. Hast du das schon mal versucht? Red ruhig weiter. Hast du das schon mal ins Vorspiel eingebaut? Hast du das Gefühl, ich habe ADHS? Nee, aber es ist für ADHS. Hast du ADHS? Ich habe auf jeden Fall Aufmerksamkeit-Defizit-Syndrom. Du meinst, das ist ja bei den Sinn von Aufmerksamkeit, ne? Dass du gerne Aufmerksamkeit magst, ja? Aber das ist ja der klassische. Das hat nichts mit Aufmerksamkeit in dem Sinne zu tun. Lasi, noch irgendein Wort an deine Sponsoren? Ansonsten würde ich jetzt Schluss machen. Ich will mich nochmal bei Hohes C in aller Form bedanken. Ja, und ich möchte mich bei Paulina bedanken, dafür, dass sie mir gezeigt hat, dass Barbie mir falsche Vorstellungen von der Dauerhaftigkeit Barbie und Schönheit stehen. Vermittelt hat. Tits can hang, mouths can fall, faces can fall off, I still think you're awesome. Kind of. Das war's. Nächste Woche haben wir hier einen richtigen Star. Welchen? Weiß ich noch nicht. Bis dann, ciao. Es ist ziemlich gut, wenn es beide machen. You're dying. For your soul to learn. Jetzt Ruf. Ja? Besser als ein Ruf, oder? Ja. Haben wir alles im Kasten? Ja. Na sicher. Ich fand's auch. Ja, sicher. Ja klar, das musst du ja auch. Du musst es ja gut finden. Irgendwie musst es ja gut. Quatsch mal. Nein. Den Krieg gegen man sich selbst darf man nie aufgeben. Das sind die V-Pelze, die das machen. This war is never ending. Hast du deinen Frieden mit dir selbst gemacht? Mit 40? Nee, im Gegenteil, ich bin total in der Mittelalterkrieg. Ich auch. Also fängst du nochmal neu an, denkst du, ah, alles was ich mache, ist, ich gehe auf eine Bühne, spiele Leuten irgendeinen Scheiß vor von irgendwelchen toten Autoren, die keinen interessieren. That kind of shit? Ich kann es mir nur vorstellen. Nee, bei mir ist es eher so, dass ich mich immer mit 20-Jährigen identifiziere. Ich glaube, das ist so. Ja, was mir aufgefallen ist, nach uns ist eine Generation gekommen, die ist viel lustiger. Also früher habe ich so nach
Connectern gesucht, so, und es waren wenige. Und jetzt die Generationen sind so cool, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also, was heißt so cool? Aber so on this level, ne? Also, ich habe zum Beispiel eine 25-jährige Freundin, die ist 3-4 Jahre jünger als ich. Mit meinen, ich bin jetzt Ende 20, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe gestern meine Freundin gefragt, als wir deinen Film geguckt haben, hier, wo du diesen Major verteidigt hast. Und sie hat gesagt, du hättest den Staatsanwalt spielen sollen. Aber den hat wer gespielt? Martina Gedeck. Martina Gedeck, die so ein Star ist, ne? Von Leuten, aber ich... Anyway. Aber diese Vehemenz, die hätte man dir gegönnt. Ja, also auf jeden Fall. Was? It sucks getting older, right? Man kann eine Zeit lang dieses junge Ding durchziehen und auf einmal ist man alt und dann muss man sich was Neues überlegen und man ist überhaupt nicht ready. Naja. Ja. Du bist ja wenigstens ein Staatsschauspieler. Ich muss ja gucken, wo ich bleibe. Zum Glück habe ich reiche Eltern. Meine Eltern haben so eine sie haben so eine Fabrik für Minen gegen Kinder. Nichts, was wir in Deutschland verkaufen. Da sind wir safe. Aber im Ausland ist es gefragt. Also jetzt finanziell mich aus, habe ich, also ist okay. Ab und zu drehen sie den Geldhahn zu, aber trotzdem ist natürlich auch die Frage, wie geht's weiter? Warte mal, ich geh mal dazu. Aber ich finde schon krass, wie betrunken ich jetzt bin. Ne? Auch. Du hast gar nichts gesagt, dass ich irgendwo doof. Also alles cool. Ich fand eher, es geht, finde ich, eher so bei der Sendung um Vibe. Vibe? Ja. Ja. Und ich finde, dann ist es vorher zu kurz gekommen, dass ich das hinten mal sage, weil ich das wirklich finde. Das war echt mein Gedanke, ich muss gesehen haben. Dann. Ich war natürlich nicht tausendmal im Theater bei dir und so weiter. Einmal. Aber ich weiß natürlich, dass du ein großer Schauspieler bist und so. Und ich finde das auch selber, aber ich weiß auch, dass es alle denken. Aber ich war so, this is a proof, ne? Also, könnte doch was anderes sein. Könnte doch ein Fotokünstler sein. Ne? Du bist ein Künstler. Also, you have a different view on shit. Ja, aber was ist denn, ich gesagt? Hab ich gesagt. Ich finde es wirklich so, wow. Du gehst nicht Zeugs durch, wie du sagst, Sponsor und mein Vitamin C hier, bla, und dann noch andere Leute, die was versuchen zu machen. Und ist ja ganz lustig, ist ja wie Fernsehen. Aber bei dir ist es wirklich so immer eine Story. Ja? Interesting. Auch schade, dass es nach 24 Stunden gelöscht ist. Alles schwer. Ja, am Anfang habe ich das gar nicht geschaut, dass man das irgendwie einstellen kann. Weil das automatisch gespeichert wird. Ich habe die alle verloren. Diese ersten Stories habe ich nie aufgenommen. Ja, schade, ja, ja. Aber auch der Reiz. Finde ich auch. Ja. Like life, ne? Ja, ja. Ja, deswegen habe ich auch wenig Skrupel, da irgendwie Leute zu filmen, weil ich denke, es sind sowieso noch 24 Stunden. Und ja, Leute wollen immer irgendwas sagen. So betrunken. Egal, ne? Cheers. Ja, und ich hatte auch gedacht, du wärst älter als ich, weil ich dachte, weil ich dich als weiser als mich empfunden habe. Aber ich bin ja 3 Jahre älter als dich. Ja. Ja. Findest du mich auch weiser als dich? Ja. Ich gehe immer davon aus, dass alle, mit denen ich rede, älter sind als ich. Ah, gut. Immer. That's good, really. Ich denke, das sind alle älter. Ja, ja, yeah, ja. Ja. 25. Bist du 25? Ja. Wusstest du es? Ja. Ja. I'm not gonna lie to you. Ich habe mich echt gefreut, dass du easy bei das gekommen bist, dass du Bock drauf hattest. Und ich hoffe, dass du dich jetzt nicht klären kannst. Nein, ich mag das ja total. Also ich schätze dich ja auch als Typ. So. Deswegen bin ich ja hier. Thanks. Nein, wirklich.